Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Und wir haben wieder Monatsanfang und somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeigotet, dem Q&A-Format von Funfair Blog. Ihr habt mir eure Fragen gestellt und ich habe geantwortet. Mein Gast bzw. meine Fragevorleserin in dieser Ausgabe ist die liebe Cassie vom YouTube-Kanal Cassie. Unfassbar, oder? Also bleibt dran, wenn ihr eure Antwort hören wollt und bis gleich. Hey, Luca da ab hier, 2018, volle Pulle. Willkommen zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeigotet. Unfassbar, oder? Unfassbar. Unfassbar. Und bevor wir zu meiner heutigen Fragevorleserin kommen, die hatte schon einige, die ist ja schon bekannt. Hier schon mal der Hinweis, ihr könnt mir neue Fragen stellen für die nächste Zeigotet-Ausgabe. Und zwar habt ihr Zeit bis zum, jetzt muss ich mal gucken, 18. Januar 2018, muss ich ja sagen. Einfach unten in die Kommentare auf YouTube, Twitter, Instagram, was da noch alles. Ihr wisst schon wo. Egal. Oder direkt per E-Mail an lars@funfairblog.com und dann werden die in der nächsten Zeigotet-Ausgabe auf jeden Fall beantwortet, also eure Question. Und weil ihr auch mal zu Gast in einer Zeigotet-Ausgabe werden wollt, also als Fragevorleser oder Fragevorleserin, so muss man immer sagen, dann nichts leichter als das, schreibt mir ebenfalls einfach eine E-Mail an lars@funfairblog.com und mit ein wenig Glück seid ihr vielleicht auch mal als Fragevorleserin oder Fragevorleser in einer Zeigotet-Ausgabe. So, und jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast, oder wie ist eigentlich die weibliche Form von Gast? Gästin? Habe ich gerade so überlegt. Ich glaube, gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, gibt es nicht. Ihr habt sie natürlich schon längst erkannt. Und zwar ist es meine große YouTube-Schwester, die Cassie. Unfassbar. Ich freue mich sehr, wa? Ja, so. Ich auch. Und Cassie hat, guck mal, weil ja, gut, Weihnachten war ja eigentlich schon. Ja. Aber frohes neues Jahr. Ist übergeblieben. Ach, scheiße. Das habe ich halt ganz vergessen. Wir wünschen euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Natürlich. Weil wir haben ja heute den 1. Januar 2018. Ist das hier unfassbar? Neu. Unglaublich. Jahr. Bist gut reingekommen, ja, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Ich auch. Super cool. Schon mal hier zwei Weihnachtsmänner. Und Cassie, du hast ja auch einen YouTube-Channel, ne? Ja, Ich habe auch einen. Der ist heißt Cassie. Nein, das ist ja unfassbar. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ich weiß auch nicht. Der ist mir so spontan eingefallen. Geil. Ganz spontan. Und wir haben ja auch schon mal was gemacht. Wir waren beispielsweise, kannst du ja auch erzählen. Ja, wir waren schon zusammen. Also ist eigentlich das erste Video, was wir zusammen auf meinem Kanal gedreht haben, war die Ekelbohnen-Challenge. Mm. Die war schön, oder? Die war geil. Die war, das war auch kurz nachdem wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Mm. Ja, stimmt. Genau, dann waren wir ja zusammen auch in Berlin. Mm. Und dann waren wir im Heidepark zu Halloween 2016. 16? Richtig, 16, ja, ich glaub, ja, genau. Stimmt. Und dieses Jahr war ich dann noch einmal mit im Walibi in Holland. So, ne? Und bist ein paar Achterbahnen gefahren. Ja. Ja, guckt euch das Video an bei Cassie. Findet ihr auch in der Rubrik, einmal natürlich auf ihren Kanal und dann nochmal in der Funfair-Blog-Kollaborations-Playlist ist es auch drin. Aber am besten, ihr geht auf ihrem Kanal und abonniert sie. So, ne? Immer abonnieren. Immer abonnieren. Daumen hoch und kickt mal rein, wa? Lohnt sich. Genau. So, ja, gab es noch irgendwas Interessantes, Cassie? Facebook hast du ja noch, ne? Facebook habe ich, aber da muss ich sagen, bin ich nicht wirklich aktiv. Nee. Dann lieber auf Instagram. Auf Instagram? Ja, da kommt eigentlich täglich irgendwas. Great picture. Ja, also folgt ihr, habe ich alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. YouTube-Channel verlinke ich natürlich auch oben rechts. Raufklicken, dabei sein und I. Mit dem, was? Mit dem I. Ja, mit dem geheimnisvollen I. Ist das nicht unfassbar? Ja, bei mir wird das nie genutzt. Nee? Nein. Aber jetzt wird das genutzt, Kinders. Ne? Also ich verlasse mich auf euch. Guckt rein, ist ja immer meine große YouTube-Schwester, ne? So. Vor einem Jahr war meine kleine YouTube-Schwester hier. Ja. Genau vor einem Jahr. Krass, hab ich oder? Gesehen. Ja, warum ist sie nicht auch hier? Ja, heute ist... Das wird auch mal eine Special-Ausgabe. Eine Special-Ausgabe eine mit beiden. Special-Ausgabe, genau. Mit zwei also Daumen Damen. Hoch. Daumen hoch für eine Special-Ausgabe. Ja, wenn, vielleicht machen wir das mal. Ja. Geht los. Jetzt kommen wir aber zum Fundstück des Monats. Und da mir ja momentan oder aktuell diesen Monat keiner was geschickt hat, ich bin zutiefst enttäuscht. Oh. Ja, es ist, muss ich wieder selber in meinem Archiv kramen.
Und ich war ja im Walibi Holland, also Halloween und sowas alles, ne? Nachdem und, wir da waren, ne? Ja, genau. Mhm. Und da konntest du ja nicht. Und da hat mir die liebe Bianca vom Walibi Holland mir was für dich mitgegeben. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, nimmst du das einfach als Fundstück des Monats? Ja, liebe Bianca, falls du das siehst, ne? Ich habe das jetzt Cassie gegeben, ist zwar schon ein bisschen her, aber wir haben uns tatsächlich da gar nicht mehr gesehen. Wir haben uns wirklich nicht mehr gesehen seitdem. Nee. Ja. Traurig. Oh, immer so beschäftigt, ne? Das ist doch unfassbar. Aber es wird einiges anders. So, einmal kriegst du natürlich diese wunderhübsche, geile, frische Tüte, ne? Hier Halloween, Fright Nights. Und nächstes Jahr muss ich mit, ne? Dieses Jahr. Wir haben ja 2018. Dieses Jahr, ah, ist aber auch. Mensch. Ja, das neue Jahr ist ganz fresh. Da musst du definitiv mit, weil das ist echt der Hammer. Das würde dir auch gefallen. Ich habe es gesehen in deinem Video. Ich war ziemlich neidisch, dass ich nicht konnte. Ja, dieses Jahr. Du kannst es ja mal auspacken, ja. Was da alles so drin ist. Hm? Ich kann Neujahrsgeschenk auch noch gleich. Ja. Muss auch mal sein, ne? Ich fange mal mit dem Kleinen an, was ich hier so sehe. Mhm. Das sind Notizblöcke. Mhm. Aber die sind praktisch. Die sind geil. Mhm. Ich habe immer, kennst du das, wenn du Fernsehen guckst und dann fällt dir irgendwas ein und du weißt nicht, wo du es hinschreiben sollst? Ja, kenne ich. Da ist das perfekt. Du kannst doch nochmal hier kurz in die Kamera, damit ihr das hier nochmal seht, oder wie das so aussieht. Wie ist da? Geil, oder? Cool. Zweimal, jawohl. Tun wir hier hin. Walibi, super geil. Pass auf. Was und damit noch? Du es auch beschreiben kannst. Ah, ein Stift! Das ist natürlich, guck mal, sogar wie deine Fingernägel in Rot. Ja, fast. Das sind noch meine Weihnachtsfingernägel. Echt? Ja. Das könntest, guck mal, da könntest du bei Walibi arbeiten. Ist doch unfassbar, oder? Unfassbar. Als Pressesprecherin, wie auch immer. Oh, was ist denn das? Ein Buch. Dare to get real. Ein Buch. Oh, das ist noch praktischer sogar als die anderen. Ja, da kannst du wesentlich mehr reinschreiben. Ja. Zum Beispiel deine ganzen, weiß nicht. Videoideen. Videoideen, also Fashion-Ideen. Kann ich auch noch mal kurz in die Kamera zeigen. Ja, yep. Dare to get real. Seht ihr jetzt auch noch mal eben, ne? Also ein Notizblock ist das. Das ist. Das ist. Das hast du, glaube ich, die hatte ich oft, also nicht die, sondern andere. Ja, weil, das habe ich gesehen. Genau, fresh, ey. Jetzt bist du auch hier. Kann ich auch in die Kamera zeigen? Ja. Ich sag nur Eddie der Clown, ne? Ja. So, ne? Oh Gott, meine Haare. Oh Gott, meine Haare. Ne, weißt du? Das werde ich dann dieses Jahr auf jeden Fall tragen. Ja, richtig, wenn wir dann dieses Jahr da sind. So, was hast du da? Achso, das sind Aufkleber. Aufkleber, ne? Ja, das sind Aufkleber, genau. Sehr gut. Mit Dare to get real, yeah. Pra, pra, pra. Das ist kein Platz mehr. Nee, ich bin hier gerade immer so, aber das ist jedes Mal so. Das ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie krieg ich das immer nicht hin. Schlüsselbänder sind das, glaube ich. Wofür sind die hier eigentlich? Das hab ich auch gesehen, als wir da waren. Das ist für Sicherheit. Ich weiß gar nicht. Da kannst du irgendwas, weiß ich nicht, ranfummeln oder was? Da kannst du vielleicht so dein Trinken dran machen oder so. Bestimmt. Vielleicht hält das. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall cool. Sehr cool. Sehr cool. Danke, 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 danke nach Holland. Ja, nach Holland. Ich glaube, Bianca ist gerade in Koblenz. Okay, dann. Also, vielen Dank nach Koblenz. Nach Koblenz? Ja. Ist sie Silvester in Koblenz gewesen? Die wohnt, glaube ich, da in Koblenz, glaube ich. Ah. Ich glaube, ja. Darf ich das sagen? Ich kann die Tour anlassen, ne? Wie auch immer. Ne? Ist er wirklich. Sie ist einfach da. Sie ist einfach da. Sehr schön. Freue ich mich ganz, 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 ganz doll, wirklich. So, Daumen hoch dafür. Und jetzt, ne, Bianca, Cassie hat es jetzt endlich. So. Du hast ja auch noch irgendwie Berliner mitgebracht. Ja, gerade, ne? Genau. Das ist unfassbar. Ne, zu Silvester gibt es ja Berliner. Ja, ist von gestern noch, ne? Ja. Und. Was? Essen, ja, ich stell sie um. Ja, genau. Dann legen wir auch sofort mit euren Fragen gleich los. Wieder fleißig Fragen gestellt. Ich würde sagen, wir fangen mit. Warte mal, wir können ja mit der E-Mail anfangen, weil ich habe noch eine E-Mail, glaube ich, bekommen von Mick. Mm. Genau. Genau. Kannst du das eigentlich hier. Dann hat er immer Vorrang. So. So, ich lese sie einfach mal kurz. Alles, genau. Okay. Kannst du alles vorlesen. Gut, also der Mick hat geschrieben, Hi Lars, hier meine Fragen. Erstens, im November 2017 hat der Heidepark eine Abstimmung gemacht. Dabei konnte man entweder Team
Thrillseeker oder Team Familie wählen? Was hättest du gewählt und was fändest du gut als Neuheit für den Park? Ich hätte Team Thrillseeker gewählt, also Action. Team Familie, ja, nicht so. Ja, das hätte ich gewählt und was ich gut als Neuheit für den Park finde, wäre, wenn Kolossus wieder aufmacht. Oh, ja. Ja, vielleicht wird es ja dieses Jahr wahrscheinlich nichts, aber vielleicht nächstes Jahr. Naja, mal gucken. Sehen wir jetzt oder hören wir im Januar, da fällt die Entscheidung. Wisst ihr ja alle. Oh. Okay, Frage 2. Glaubst du, dass es mit Kolossus im Heidepark weitergeht? Na, da haben wir ja gerade wieder das Thema. Ne, ich hoffe schon, aber ich denke mal schon. Ich denke, es wird weitergehen. Hoffen wir es. Ich mochte Kolossus sehr gerne. Ich auch. Ist eine richtig geile Achterbahn. Mhm. Also, naja. Und dann die Frage 3. Kennst du die Sendung Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt? Wenn ja, was hältst du davon? Habe ich bestimmt schon mal gesehen. Aber ich habe es jetzt nicht regelmäßig geguckt. Ich muss auch dazu sagen, ich schaue ganz selten Fernsehen. Ich schaue auch selten Fernsehen, aber die kenne ich, die sind richtig gut. Ja, die beiden kenne ich auch. Ja, aber auch das Duell um die Welt, das ist so... Ich denke manchmal so, okay, gut, ich glaube, ich würde das nicht machen. Ja? Sind lustige Sachen bei, auf jeden Fall. Spinnessen und sowas, oder was? Ja, alles Mögliche. Die machen alles. Also ich frage mich manchmal, ob die nicht, also ich würde um mein Leben irgendwie Angst haben teilweise. Also würde ich immer gegen dich gewinnen? Ja, wahrscheinlich. Fassbar, oder? Cassie gegen Lars. Das Duell. Das mache ich nicht. Das Duell in den Parks. Ja, das heißt, wer als erster kotzt. Ja, dann verliere ich ja auch. Verliere ich auch. Weißt du, ich kann auch nicht mehr so viel ab. Ja, das waren auf jeden Fall seine Fragen. Mhm. Er bedankt sich für die Beantwortung. Kannst Liebe du noch Grüße. Vorlesen. Steht da noch vielen Dank. Vielen Dank für das Beantworten meiner Fragen in der letzten Ausgabe. Gerne. Und auch wieder in dieser Ausgabe. So, ne? Und liebe Grüße nach Lübeck. Ja, liebe Grüße zurück. Sag ich auch mal, liebe Grüße zurück, lieber Mick. Vielen Dank für die Fragen. Mick schickt immer eine E-Mail, wenn er Fragen hat. Das macht er regelmäßig. Also ein ganz treuer Abonnent. Sehr gut, weiter so. Hervorragend. Ja, fangen wir mit YouTube, wa? Machen wir da machen weiter. Machen wir immer weiter, genau. Ne? Ich glaube, hier oben da Thoras Magic oder wie der genau. heißt. Genau. Thoras Magic hat gefragt, eine Frage für dich und für mich. Kennt ihr noch die Sound Factory? Wenn ja, wisst ihr noch, welches Fahrgeschäft das heute ist? Er weiß es. Ich fang mal an. Cassie weiß das bestimmt. Das ist genau so ein Fahrgeschäft. Ich glaube, damals war eine Cola-Dose irgendwo in der Mitte, wenn ich mich jetzt irgendwie entsinne. Das ist so ein Fahrgeschäft. Ich kann das schwer erklären. Ich kenne das gar nicht. Sound Factory sagt mir nichts. Karussell. Also ich glaube, das ging nicht über Kopf. Das war so ein Rundfahrgeschäft. Und ich habe immer so eine Cola-Dose im Kopf. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das erklären soll. Keine Ahnung. Und welches ist es jetzt? Cola-Dose. Ich weiß das nicht. Weißt du, welches also, jetzt ist? Keine Ahnung. Ich hab das nicht verfolgt. Großartig. Weiß ich nicht. Dann muss Thoras das in die Kommentare schreiben. Ja, dann musst du das in die Kommentare schreiben. Schreib es in die Kommentare, was es jetzt ist. So, ne? Genau. Klärt mich auf. Ich komme nicht aus der Branche. Soll ich auch den Witz vorlesen? Mach alles, was da steht. Ne? Okay. Alles, ne? Er hat nämlich noch einen Lars-Flachwitz-Stunde. Moritz sagt, magst du Schwarzwälder Kirschtorte? Lars, ja, nehme ich mit. Und dann, oh Mann, bitte. Ach so, also lustig, der Witz. Habe ich zwar jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Lustig, sag immer, es war lustig. Es war lustig. Super. Ah, der Oman bitte, den kennst du ja bestimmt auch. Deswegen blenden wir jetzt mal den Oman ein. Bitteschön. Looping, 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 hey, jawoll. Willkommen zurück. Der Oman, unfassbar, der Oman. Cassie, ne? Ja, unfassbar. Oder? Das ist ja auch so eins, ne? Darauf erstmal wollen wir die essen? Oh Gott, so viel. Ja, ich esse ihn, ja. Kopf ab. Kopf ab. Das Jahr ist um. So, ne? Das sind die alten schlechten Geister hier. Das war super, das Jahr. Wir müssen ja nachher noch Pizza fressen. Ups. Wir müssen ja nachher noch Pizza fressen. Egal, heute hauen wir uns richtig rein. Neujahr. Sei gegönnt, genau. So. Da können wir noch reinhauen. Oh nein. Ach, lass liegen. Was steht da?
Fuck you? Hm. Ach so, der heißt so. Na. Hm. Guter Name, auf jeden Fall. Hm. Aber ich glaube, das ist keine Frage, oder? Alles, kannst alles vorlesen. Okay. Ich mag den Namen nicht sagen. Hab ich doch schon gesagt. Ja, okay, Fuck You hat geschrieben, eine Neuheit 2018 wird ein weiterer 85 Meter Turm von Schneider. Diesmal kein Freifallturm oder Kettenflieger? Was ist Kettenflieger? Kettenflieger ist wie so ein Kettenkarussell. Mhm. Ah, sondern etwas anderes. Mhm. Familie Schneider ist da sehr zurückhaltend mit den Informationen. Mal gucken, was es wird. Vielleicht etwas wie der Rocket von Götzke? Der bis 2011 in Deutschland reiste. Außerdem kommt ein weiterer Turbo Force mit dem Namen Godzilla von Zinnecker. Godzilla! Also wird wieder alles aus LED bestehen. Hm. Die Thematisierung von Godzilla ist, wer hätte es gedacht, Godzilla. Godzilla! Mhm. Ja, na. Das ja, kommt bin gespannt. 2018. Das kommt 2018. Na ja, gut, ich finde das gar nicht so verkehrt, dass die Schauspieler da erstmal so ein bisschen zurückhaltend sind und die Neuheiten noch nicht bekannt geben. Das soll ja auch immer so eine kleine Überraschung sein. Mm, so genau klar. Machen das Parks ja auch. Ne? Ist ja eigentlich auch schön, das bringt ja auch die Leute, weil sie sehen wollen, denn was ist es und ja, was genau. Ist es. Ja, genau. So erhältst du ja auch die Spannung. Genau. Also wenn du mal alles sagst, was du dir direkt vorhast, nö. Also lassen wir uns überraschen. War ja keine Frage irgendwie, ne? Nö. Nö. Ist ja egal. Aber war trotzdem eine schöne Information. Mm. Mhm. Ne? Immer schön fragen und schreiben und. Danke. Schmeckt? Mhm. Weil ich habe bis jetzt nur den Kopf geschafft. Okay. Ich habe bisher nur den Kopf geschafft, dachte ich. Trink mal einfach. Mhm. Mit Schokolade überall. Ist geil. Dann der Kevin J. Mhm. Er hat ein paar mehr Fragen. Mhm. 8 Fragen sogar. Oh. Okay, wir fangen an mit der Frage 1. Was sagst du dazu, dass das Phantasialand keine einzige Neuheit zum 50-Jährigen gebracht hat? Ich finde es wirklich eine schlechte Planung. Wie der EP? Europapark. Europapark zum 40-Jährigen. Hätte man Arthur ein Jahr später rausbringen sollen? Hätte Klugheim in diesem Jahr verschoben gehört? Mhm. In dieses Jahr verschoben. Oh Gott, es tut mir leid. Alles gut, wa? Ja, schlechte Planung. Ich finde es natürlich immer cool, wenn ein Park zu einem Jubiläum was ganz Besonderes hat. Also eine große, eine Attraktion eröffnet. Aber schlechte Planung würde ich das, wie ich das damals, glaube ich, im Europapark gesagt habe, würde ich das nicht mehr nennen. Weil ich hatte mal so ein Europapark-Kritikvideo, glaube ich, irgendwie gemacht und habe das dann tatsächlich kritisiert, dass sie zu einem 40-jährigen Jubiläum hatten, glaube ich, keine große neue Attraktion gebaut haben. Mhm. So. Aber da hatte ich, glaube ich, noch mit dem Pressesprecher wirklich cool und nett geschrieben. Der hat mir das auch so ein bisschen erklärt und er findet das auch gar nicht schlimm, dass man nicht immer zu einem Jubiläum eine große Attraktion erstellen muss. Und ich bin dann zwar ein bisschen hin und her gezogen, aber ich würde das nicht unter schlechter Planung kategorisieren. Aber ist es nicht eigentlich auch... Also ich würde jetzt so denken, so ein Jubiläum zieht ja so eh schon viele Leute an. Ja. Und wenn du dann eine neue Attraktion, sag ich mal, ein bisschen anders verplanst, statt nicht aufs Jubiläum, hast du ja zweimal diesen Andrang der Menschen, sag ich mal. Ja. Also... Als schlechte Planung vielleicht nicht, aber natürlich was Schönes, was Aufregendes zu einem Jubiläum ist natürlich schön, aber ich denke... Das ist jetzt kein Muss, ne? Also hat es Phantasialand jetzt nicht gemacht. Die hatten ja 50-jähriges Jubiläum gehabt und ich war ja zu den Celebration Days da und Klugheim hat ja, oder Taron hat ja letztes Jahr eröffnet, und also ein Jahr davor, zum 49-jährigen Jahr und ja, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es ist, ja, wäre schön, ist für mich aber kein Muss. So. Okay, ja. Machen wir weiter mit der Frage 2. So. Wie gefällt dir der Bayernpark und wie gefällt dir dort Freischütz? Ich war noch nicht im Bayernpark und von daher kann ich das noch gar nicht beurteilen. Aber Freischütz, was ich so bisher gehört habe, die soll ein bisschen schlagen, die Bahn. Also ein bisschen ruckeln. Mhm. Ja, aber ich würde mir trotzdem gerne mal den Bayernpark mal anschauen. Das auf jeden Fall. Aber bisher noch nicht geschafft, keine Zeit. So. Ja. Viel beschäftigt. Ja, das ist, kennt man ja, ne? So. Ja, kennt man. So. Okay. Ja. Frage 3. Wie ist dein Urteil
zum Skyline Park. Kann ich auch noch nicht beurteilen, weil ich war noch nicht da im Skyline Park. Nee, das ist auch in Bayern. Ja. Das ist alles so ein bisschen runter, unten drunter. Also im Süden. ich weiß nicht. Ja, von daher kann ich dazu noch nichts sagen. Gucke ich mir natürlich auch gerne mal an, zumal ich auch mal ein kleines Interview mit dem Herrn Löwenthal gerne haben würde. Das ist der Inhaber da, weil der ist auch Schausteller oder war früher Schausteller und ist jetzt Parkbesitzer. Kann ich mir auch ein sehr interessantes Interview vorstellen. Mal gucken, was so geht. Ja. Das Jahr hat er gerade erst angefangen, so. Ne? Okay, genau. Frage 4. Mhm. Was versprichst du dir von der Umgestaltung des Eurosatz? Ach so, vom Europapark. Mhm. War das wirklich notwendig oder besser, dass es saniert wird? Ja, von der Umgestaltung her vom Eurosat, jetzt kommt da glaube ich VR irgendwie was mit rein, also diesen Virtual Rides, diesen Brillen, sowas alles, davon bin ich überhaupt gar kein Fan von, aber gut. Ich kann sowas ja nicht sehen. Nee, das ist noch übel irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich möchte eher so reale Thematisierung sehen, also wenn die da so Animatronics, die Figuren, die sich bewegen und sowas alles, ich möchte mein Gegenüber sehen, ich möchte meine Sitznachbarin sehen, also wenn du so eine blöde Brille auf hast, dann bist du ja in deiner eigenen Welt. Ja. Und das mag ich nicht so und von daher hätte dieser Umbau... Ein Umbau, ja, kann man natürlich gerne machen, also eine Attraktion renovieren, auffrischen und sowas alles, zumal Eurosat auch schon ein bisschen älter ist. Ich würde aber eher so reale Thematisierung vorziehen. Mhm. Diesen VR-Kram, gut, Marc hat das natürlich entwickelt und die wollen das natürlich voranbringen vom Europa-Park, das ist klar. Aber, Kinder, das VR, ach nö, ich... ich weiß nicht. Nee, ich bin nicht so der Freund von, aber... Mein Gott, mal gucken, was die noch vorhaben, was die noch machen. Da wird ja auch einiges passieren. Lass uns aber mal überraschen. Ich finde, durch VR ist auch irgendwie, finde ich, so die Breite der Menschen, die es vielleicht auch wirklich nutzen und nutzen können, irgendwie so eingeschränkt. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist ja auch so, ich vergleiche es immer so mit 3D-Fernsehern. Also, wer spricht heute noch über diese 3D-Scheiße? Meiner kann's und ich habe es, glaube ich, noch erst einmal benutzt überhaupt. Ich habe es auch noch einmal benutzt. Einmal bei Hobbit. Den Film. Ja, einmal als der Fernseher sozusagen neu war. Ja. Oh cool, ich kann 3D. Komm, wir probieren es mal. Ja, genau. Und dann nie wieder versuchen. Nö. Nö. Weil das ist, mich nerven auch diese Brillen, diese ganze Scheiße. Ja. Also. Der Gemütlichkeitsfaktor ist irgendwie weg. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Nö, genau. Genau. Also von daher. Perfekt. Machen wir weiter mit der Frage. Ja, 5. Genau. Ja, er fragt auch noch: Findest du auch, dass im Hansapark ein Dark Ride fehlt? Ja, finde ich. Also es ist, wie jetzt zum Beispiel die Geisterbahn hätte ich da noch ganz gerne gehabt. Also richtig coole. Mhm. Weil die gibt es ja im Hansapark noch nicht so. Ich habe gerade überlegt, da ist echt nicht so eine Geisterbahn. Nee, fehlt im Hansapark noch. Also richtig ein schöner Dark Ride. Oder vielleicht eine kleine Achterbahn. Was ist das, kleine Achterbahn? Nee, eine Geisterbahn würde mir schon reichen. Mhm. Oder eben eine Achterbahn, die gruselig dargestellt ist. So ein bisschen, so ähnlich wie Van Helsing. Also im Moviepark, die haben so eine Achterbahn und das ist eben nach Van Helsing gemacht. Die hat mir echt gefallen und ich mag ja so diese Dark Rides. Das ist diese mit Gruselatmosphäre, finde ich cool. Deswegen bin ich auch ein Halloween-Fan und so und alles. Nee? So sieht's aus. Ja. Und dann fragt er noch, was sagst du zu dem zunehmenden... Wir haben schon 5 Uhr getrunken heute Morgen. Ja, heute Morgen. Hey, wir sind gerade ins neue Jahr gekommen. Ja, eben. Ja, deswegen ja. Sag ja, 5 Uhr. Also, ich bin noch nicht so ganz da. Hm? Also, er fragt, was sagst du zu dem zunehmenden Verfall, also die Schließung von Attraktionen ohne neuwertigen Ersatz, zum Beispiel Heidepark? Ach so, ja gut. Ist klar, ein Park ist ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt, da muss sich das rechnen und wenn sich irgendeine Attraktion nicht mehr rechnet oder eben der Verschleiß so hoch ist oder die einfach zu alt ist von den Ersatzteilen, ist ja wie beim Auto. Irgendwann rechnet sich das alles nicht mehr und da muss sie eben manchmal harte Nummern durchziehen und sagen, okay, auch wenn die Fans die Attraktion lieben, trotzdem muss sie weg, rechnet sich nicht mehr und das ist dann einfach so. Ich bin jetzt kein Typ, der hinterher trauert und sagt, oh nee, bitte nicht und so. Außer beim Heidepark, die Wildwasserbahn 2. Also die, wo jetzt Flug der Dämonen steht. Ja, die Achterbahn. Ja, stimmt. Da stand ja damals der Wildwasserbahn. Stimmt, wo du so die ganz viel im Tunnel warst. Ja, genau. Ja, genau. Die war schön. Das war so schön. Eine klassische irgendwie. Auch. Ja, genau. Die hat mir Spaß gemacht. Aber gut, jetzt haben wir Flug der Dämonen Achterbahn stehen. Die ist auch gut. Ja, so. Jetzt kannst du hier so mal gefahren. Und die ist auch cool. Aber ja, das ist aber akzeptiere ich eben so. Ist das nun mal. Ich bin jetzt keiner, der hinterher heult. Schade ist auch, dass der Krake weg ist im Heidepark. Den gibt es auch nicht mehr. Also so, nee, ist abgebaut worden. Ja, schade. Ja, ich war seit letztes Jahr nicht... Vorletztes Jahr.
Stimmt. 2016. Dieses Jahr war ich auch gar nicht im Heidepark. Letztes Jahr war ich auch gar nicht beim Heidepark. So. Ja, müssen wir wohl 2018 wieder in Angriff nehmen. Ja, haben. Läuft. Hm? Und dann fragt er, pass auf. Ja. Bist du Abonnent von Massengeschmack TV? Gruß an Holger. Nee, ich verfolge Holgers Kanal, also auf YouTube auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt kein, ich bin tatsächlich noch kein Abonnent. Aber ich verfolge sein. Es gibt auch so freie Videos, die er da so hat, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Also es ist einfach so. Aber ich finde das total cool. Wir schreiben auch immer ab und zu mal und da ist dieses Jahr, glaube ich, auch was geplant, wenn das alles hinhaut. Auch bezüglich Parks und sowas alles. Da kommen interessante Gäste, wenn das alles hinhaut. Also wir schreiben auch so untereinander. Ist auch, Holger ist echt ein cooler Typ. Ist ja auch, mit dem habe ich schon auf dem Hamburger Dom was gemacht. Und bei Psycho Dead war er auch schon zu Gast. Haben wir in seinen Alza-Filmstudios gedreht. Ja, Holger ist echt ein cooler Typ. Grüße, Holger. Ich wollte gerade auch sagen, Grüße an Holger. Grüße an Holger. Herzlich willkommen, Holger, ja auch. So. Ja. Genau. Und dann eine letzte Frage von Kevin ist, warst du schon mal im Steinvasenpark? Der ist, glaube ich, auch in Bayern. Kommt Kevin vielleicht aus Bayern? Kann ja, das sein? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Kommst du aus Bayern? Nein, da war ich auch noch nicht. Ja, es gibt auch so viel zu entdecken, weißt du? Ja. Oh, ich komme zu nichts. Warte, ich weiß gar nicht, wie ist das im Norden? Wo in Deutschland sind die meisten Parks? Also ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind die meisten Parks. Ja? Ja, ich glaube ja. Oder? Also, wir wohnen falsch. Ja, falsch im Bundesland. So ein Scheiß. Okay. Machen wir weiter mit Stefan und wir haben noch viel vor heute. Oh, ich sehe schon, das ist ein ganzer Arsch voll, ne? Stefan schreibt nur Hi Lars und dann Oh Mann. Hey, hallo, sagt der Oman. Habe bis jetzt noch nichts gefragt. Er fühlt sich ganz jungfräulich. Oh. Und dann fragt er, kommst du auch in Wintertraum mal ins Phantasialand? War ich schon. Wann war ich da? Ende Dezember. Ende Dezember. Ende Dezember, die Woche vor Weihnachten. So, genau. Das ist ein Taron on the Ride, habt ihr ja schon gesehen. Und dann kommt noch ein Vlog. Das kommt irgendwie, ich glaube, am 15. Ich glaube, am 15. Januar, werdet ihr ja sehen. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Da gibt es auch noch einen Vlog. Da war ich das erste Mal in einem Freizeitparkhotel. Unfassbar, oder? Ich war auch schon mal in einem Freizeitpark. Oh, ich weiß. Du warst ja im China. Genau, im Lingbao. Ja, genau da. Sehr und schön. War cool, ne? Ja. Hast du auch das Spa gemacht? Ja, klar. Ich war zwei Tage, also ich war zwei Nächte da. Also zwei Nächte warst du da? Genau. Zwei Nächte war ich da und da ist aber schon ganz viele Jahre her. Und da sind wir dann noch, das ist ein schöner, also früher war da ein schöner Pool, ich weiß nicht, bestimmt der ist auch immer noch schön. Doch, und, der ist cool. Dann haben die da Sauna und alles und das Frühstück. Oh, so. Dann habe ich mir auch überlegt, also du musst da wirklich schon mindestens zwei Nächte sein, weil eine ja, Nacht ist wirklich... Das weil ist du verbringst ja auch viel Zeit im Park, sage ich mal. Und dann, um dieses Hotel, damit sich das irgendwie lohnt, musst du schon irgendwie genug Zeit für beides haben. Ja, finde ich auch. So, ja, ne? Du schläfst da halt nicht nur, sondern du willst ja auch was von dem Hotel irgendwie ein bisschen mitkriegen, gerade wenn da so ein Saunabereich und so ein Pool und so ist. Ne? Ja, genau, richtig. Finde ich auch. Ach, muss ja mal. Wird er sehen im Vlog. So. Und dann hat er geschrieben, ganz ehrlich, nerven dich die Fanboys auf YouTube. Ach so. Und also, denn EP ist der beste Park der Welt. Europa-Park ist immer EP. Ja, das ist, kennt sich ja. nö, nicht mehr. Mich nervt das alles nicht. Also jeder hat ja, was heißt jeder? Ich nicht, aber es gibt ja irgendwelche Leute, die einen Lieblingspark haben und dann sagen, oh, ist der allerbeste der Welt. Beispielsweise jetzt Europa-Park oder Phantasialand und dann, wenn du die dann fragst, ja, welchen warst anderen Parks warst du da noch woanders? Ja, in Europa-Park und Phantasialand und Movie-Park, Punkt. Dann sag ich, ja, da kannst du doch eigentlich sagen, dass es der beste der Welt ist, vielleicht für dich, aber das ist, ne, es gibt so viele Parks, auf der, die kannst du ja gar nicht alle gesehen haben. Also ich habe mal geguckt, so weltweit, einfach so die bekanntesten und so. Ich glaube, wir müssen mal nach Amerika. Ich bin ja vor Universal Studios, ist ja noch einer meiner. Ich suche noch einen Sponsor. Ich komme auch mit. Dann. Ja, so, wenn ja so, ne? Ja. Läuft. Ja. Und dann schreibt er noch, außerdem, mein Kumpel Adi wollte immer mal wissen, was man wirklich mit so einem Channel verdient. Und dann in Klammern, ich weiß, dass du Millionär bist. Grüße aus dem Inside.
Ja, stimmt, ich bin, wie sagt man das? Milliardär, ne? Mittlerweile schon. Ja, ja, Millionär ist schon, das sind die bitte anderen. Bitte billig, also. Ich habe erstmal wieder 5 Teslas bestellt. Also. Aber natürlich nur privat, ne? Damit wollen wir ja nicht angeben. Ja. Also er ist ganz bescheiden nach außen. Ja, ist ja nur so ein kleines Ding. Hier denkst du, ich wohne hier? Studio. So, ein Lübecker Studio, ne? Ja, nee, also... Man kann dir wirklich sagen, auf YouTube, viele haben immer so falsche Vorstellungen. Früher war es immer so, ungefähr 1000 Klicks, 1 Euro. Das ist lange nicht mehr. Also man kann wirklich sagen, mehr als die Hälfte sind die Werbepreise runtergegangen. Ja, vor allem, wenn man mal allgemein YouTube, sage ich mal, ziemlich verfolgt, kriegt man ja auch mit, was gerade Ende letzten Jahres los war und wie viele von den Großen, sage ich auch, Probleme hatten, dadurch, dass sich die Richtlinien so extrem geändert haben. Und ja. Ich glaube, mit YouTube selber kannst du nicht mehr wirklich was groß machen. Du brauchst andere Standbeine. Ja, brauchst du auch. Ob das jetzt Sponsoren sind, ob das, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo du irgendwie Placements. Was, Placements, Produktplacements oder sowas alles. Genau. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn das irgendjemand macht. Also, und nee, sagt natürlich. Hier, cancel, hier beschriftet so einen ganzen Kram. Nö, also es ist nun mal so. Geld regiert die Welt und man investiert das ja auch alles in seinem Kanal wieder, um eben auch vielleicht bessere Inhalte zu produzieren. Und was da an Arbeit vor allen Dingen auch drin steckt, das sehen immer viele Leute nicht. Also du bist ja teilweise, weiß ich auch selber, wenn du jetzt ein Video schneidest oder sowas, oder du, keine Ahnung, vorbereitest für ein Interview. Und das ist alles, was an macht man ja auch gerne und alles cool und so. Aber es ist natürlich auch, ich finde es gar nicht schlimm, wenn jetzt Leute durch YouTube auch Geld verdienen. Nee, ich auch nicht. Aber ich muss sagen, wenn es keinen Spaß machen würde und nicht so ein Hobby irgendwie wäre, dann würde man es wirklich auch nicht machen. Nö, genau, richtig, genau. Weil da ist einfach so viel Arbeit hinter, also... Ja, das kannst du auch, viele halten das ja auch gar nicht durch. Wenn du sagst, wie lange machst du jetzt YouTube schon? Keine Ahnung, 2, 3 Jahre. Allein das ist ja, erfordert ja auch so ein bisschen Disziplin, weißt du, wo du wirklich sagst... Die wenn ich du das nicht habe im Moment. Aber 2018 wird ganz anders. So. Ja, dieses Jahr, na. Ja, läuft. Ich will nicht zu viel versprechen. Ja, nee, komm, ne, läuft. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ist es... Spaßig! Ein schönes Hobby. Finde ich auch. Ja. Genau. Ja. Dann wären wir auch schon bei Heidepark Suchti. Ich habe mal eine Frage, ne? Ja. Wenn du die Namen so siehst, ne? Mhm. Kennst du die teilweise schon? Vom Namen, ja. Das sind auch manchmal sind das ja schon Stammzuschauer. Mhm. Denn da, also ich kriege nicht mehr alle zusammen. Aber es ist manchmal auch cool, wenn dich Leute ansprechen im Park und dann, wenn du sagst, ja, ich bin der und der. Ah, dann hast du auch mal ein Gesicht. Hast du ein Gesicht, ja. Aber viele kennst du vom Namen her, aber du weißt nicht, wie sie aussehen. Ja, von daher finde ich das immer cool, wenn die Leute mich in Parks ansprechen und mal sagen, ja, ich bin der und der. Auch wenn ich sage, ah, ich weiß nicht, ob ich will dich nicht stören und sowas, alles ist total Blödsinn. Ihr stört mich nicht, sondern ich finde es immer total interessant, dass ich auch mal die Zuschauer kennenlerne. Ja. Das finde ich cool. Stimmt, das hatten wir im Walibi ja auch. Ach ja, stimmt, ja, da haben wir es ja auch gehabt, ja. Ja, genau. Stimmt. Auf jeden Fall, Heidepark Suchti hat auch wieder ein paar Fragen. Also du hast echt fleißige Zuschauer auf jeden Fall. Absolut, bin ich auch stolz drauf. Er schreibt, hey Lars, hier sind meine Fragen. Erstens, würdest du gerne eine Attraktion im Garten haben? Ja, würde ich. Taron. Nein, das ist eine Achterbahn oder irgendwie sowas, klar. Ja, aber dann hätte ich, glaube ich, keine Nachbarn mehr. Oh, würde mir egal. Das ist egal. Dann hat man seine Ruhe und kann ganz alleine fahren. Dann würde ich irgendwie nachts um 3 Uhr die Achterbahn anschmeißen. Hab Bock drauf. Ich will einen Dark Ride fahren. Ja? Genau. Okay. Zweitens, der Oman bitte. Der Oman nochmal für euch. Bitteschön. Hey, 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 hey. Willkommen zurück. Der Oman. Das ist nicht unfassbar. Der Oman. Unfassbar alles. Okay. Und jetzt drittens, hast du den Film S im Kino gesehen? Und wenn ja, wie fandest du den? Ich fand den geil. Ich habe ihn gesehen. Echt? Ich nicht. Ich wollte ihn gucken. Oh, hast du nicht gesehen? Und ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ja. Nee, aber der war gut. Also ich war erstmal so, Neuverfilmung, weil ich kenne das Original. Nicht so gut, ne? Nee, meistens. Das Original kenne ich auch. Und da hatte ich dann Schiss, was heißt Schiss, dann hasse ich Clowns. Ich habe den Film S gesehen und dann habe ich gesagt, oh, ich hasse S. Ich hasse die Clowns so, ne? Und nee, die Neuverfilmung war gut. Ich war überrascht. Ja, die war echt gut. Toll gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Muss ja angucken. Hm, auf Blu-ray oder auf genau, Streamdienst. Wenn es rauskommt, dann. Amazon. Mhm.
Gut. Kommen wir zusammen, ey. Ich mag Horrorfilme, aber. So. Aber ich bin ein Schisser. Ich sitze dann immer so. Kann ich wieder gucken? Also, ja, ja. Okay, der fragt ja noch, hast du noch ein anderes Hobby außer Freizeitparks? Nee. Nee, voll und ganz. Freizeitparks. Weil wirklich die ganze Zeit geht drauf, deine ganze Freizeit. Also ich bin nur noch viel unterwegs so in Parks und sowas alles, aber du lernst so viele interessante Leute kennen. Das ist echt krass. Also es ist echt, echt cool. Ob jetzt im Herstellerbereich, im Parkbereich, im Kämisch-Schaustellerbereich. Also das macht mir tierisch Spaß. Da habe ich keine Zeit mehr für andere Hobbys. Habe ich nicht mehr. Tut sich da eigentlich so, es tut sich, glaube ich, auch in dem ganzen Feld Freizeitparks ziemlich viel. Dass du, wenn du da so drinne sein möchtest, sage ich mal, auch Zeit investieren musst irgendwie, damit du es überhaupt mitkriegst. Weil es gibt ja so viele Parks und überall passiert ja irgendwie was. Ne? Also ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Und das habe nicht nur ich den Eindruck, sondern auch andere YouTuber, die im Parkbereich, ob das jetzt Bro ist vom Ride-Review, Videomagazin, ME Pictures, Freizeitpark TV und wie sie alle heißen. Wir unterhalten uns natürlich auch und das siehst du auch in den Zuschauerzahlen, dass das nach oben geht. Und auch selbst mit Schausteller habe ich schon geredet und mit Parkbetreiber, die mir auch, mit denen ich mal gesprochen habe. Und die haben auch gesagt, man kann nicht sagen, dass es immer mehr wird, die Leute, die sich dafür interessieren. Weil, es ist krass, was auf YouTube angeht. Aber das freut uns natürlich, das ist klar. Ist ja auch schön, sein Hobby zu teilen, wenn Leute Interesse haben und man Leute hat oder Leute kennenlernt, die gleichen Interessen haben, mit denen man sich austauschen kann. Ja. Das ist ja natürlich immer das Schönste dann. Ne? Genau, richtig, genau. Und jetzt... Hast du ein Lieblingsfach in der Schule? In der Schule? Ja, früher. Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin auch in der Schule. Nicht? Nein. Habe ich jetzt gedacht. Ich weiß schon alles. Oh Gott. Lieblingsfach hatte ich damals Informatik gehabt. Also mit Computer und sowas. Mathe war ich nicht, da war ich schlecht. Mathe aber Informatik? War ich gut. Nee, da war ich, das habe ich gehasst. Da musste meine Schwester, also meine andere Schwester, ich muss, also die nicht die kleine, nicht die große, die andere, die musste mir dann immer Nachhilfe geben. Echt? Also ist so wahrscheinlich, das ist nämlich die nächste Frage, Hassfach in der Schule. Ja, Mathe. Mathe? Ja, gehasst. Ich habe Deutsch gehasst. Und Bio. Ja, Bio war auch nicht mein Ding. Bio. Eigentlich habe ich alles gehasst. Ich wollte ja schon, ich sage, ach nee, komm. Schule überspringen wir mal. Nee. Wir gehen gleich in die Freizeitpark. Branche, genau. Ich gehe gleich in die Presseabteilung. Labern kann ich, also. Lang. Dann fragt er, Döner oder lieber Pizza? Pizza. Pizza. Mhm. Definitiv Pizza. Mhm. Ich kann mich auch, glaube ich, nur von Pizza ernähren. Ich glaube, ich auch. Würde ich so gut aussehen. Ich habe erstmal heute eine Schachtel Pizza, aber ich hatte hier noch eine Schachtel rumliegen. Sieht ja genau wie bei dir aus. In meiner alten Wohnung, ne? In deiner alten Wohnung. Die ganzen Stapel voller. Ne? Ja. Und aber Döner saust du die immer so ein und so. Also esse ich auch manchmal schon so. Ja. Gerne, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer die Pizza nehmen. Ich definitiv. Auch. Ich auch. Mache ich lieber. Irgendwie. Keine Ahnung. Und dann möchte Heidepack sucht die wissen. Ja. Wann hat der Lars Geburtstag? Ist kein Geheimnis. Am 7. Mai 1900 sage ich euch nicht. Ich bin ja, wie gesagt, mit Anfang 20. Ja, ich auch. Du jetzt oder so. Ne? 18? Ne, 19, ne? 19. Ja, ne. 19. Ich fast die 20. So. Fast ja, genau. Wir sind ja beide Anfang 20. Ne? So, ne? Genau. Und dann... Das finde ich ist eine schöne Frage. Dein Highlight des Jahres 2017. So, das war beispielsweise, also einer meiner Highlights war, wie wir das Community-Treffen hatten im Walibi Holland. Das war cool. Da war Cassie dabei, schaut euch das Video an. Da sind wir richtig coole Achterbahn gefahren. Und da waren wir, glaube ich, 100 Leute. 100 Zuschauer. Das war echt. Also ich muss echt sagen, ich bin ja jetzt nicht so viel mit Freizeit. Ich gehe gerne Achterbahn fahren, ich liebe Achterbahn fahren, aber so diese... Community oder so extrem, das kannte ich halt gar nicht. Also konnte ich mir auch, bevor ich Lars kannte, sowieso gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und dann hat er mich gefragt und hier und da und ich bin dann auch mit hingefahren. Und dann habe ich diese vielen Menschen gesehen, die alle die gleiche Begeisterung hatten und es war total toll anzusehen. Ne? Man hat sich so richtig, also man fühlt sich erstmal sofort aufgenommen dort. Sofort, also das war nie so, dass man so das Gefühl hatte, so die sind jetzt so in ihrem Achterbahn, Freizeitpark, Feeling und ne, die haben auch immer alles erzählt und es sind so viele Leute und so nette Leute und das war echt, das war schon echt. War cool, ne? War richtig genial. Also haben wir echt einen schönen Tag gehabt.
Ja. Danke doch mal an Bianca, ne? Von vom Walibi. Genau. Ja. Super geil. Das war echt schön. Mhm. Genau. Okay, und dann die letzte Frage von Heidepark Suchti. Schaust du viel Fernsehen oder lieber YouTube-Videos? Lieber YouTube-Videos. Das ist wahrscheinlich genau wie bei dir, oder? Ja, ist wirklich so. Ja. Ich habe fast kein Free-TV an. Ich auch nicht mehr. Also Fernseher, der im Wohnzimmer, der steht eigentlich nur... gut, wenn du jetzt Streaming und sowas... Also ich gucke normalerweise, ob jetzt Amazon oder Netflix oder sowas, also Streaming-Dienste, weil du da eben dein Programm selber gestalten kannst. Genau. Du bist nicht abhängig. Und keine Pausen. Und du kannst auf Toilette gehen, so, wenn du auf Pause machst und auf Toilette musst. Und nicht... wenn der Fernseher dir sagt oder die Werbeindustrie sagt, so, jetzt hast du eine Pipi-Pause. So, und von daher ist es für uns eigentlich perfekt. Also wie gesagt, ich gucke auch so, wie gesagt, Netflix und die ganzen Internet-Streaming-Dienste oder eben YouTube. Ja, so, ist ja bei mir auch so. Also wenn Fernsehen, ich nach Hause komme, ist eigentlich Fernseher an, YouTube drauf streamen und dann... Und Energie. So, genau. Richtig. Ja. Dann hat er noch geschrieben... Bleibt beide gesund und munter und kommt gut ins neue Jahr. Sind wir gekommen? Ganz viele Grüße aus Wilhelmshaven. Oh. Ins Lübecker Studio. Macht weiter so. Auf ein neues Jahr. Ja, pra, 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 pra. Geht ab, alle. Läuft. Wilhelmshaven, da gibt es einen Mediamarkt. Habe ich schon mal erzählt im letzten Zeit, gut, Dad. Ich weiß. Echt? Ich wiederhole mich, ja, ja. Oh Gott, jetzt. Oh Gott. Oh. 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 Ach du Scheiße. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Chemis Hunter macht Konkurrenz, macht Jens Zellhöfer Konkurrenz. Jens, muss sie ranhalten. Ja, Chemis Hunter. Er schreibt erstmal, hallo erstmal aus dem schönen Mönchengladbach. Oh. Wo liegt das? Oh, ich bin ganz schlecht in Erdkunde. Ruhrgebiet. Hier meine Fragen. Erstens, was ist deine Lieblingskirmes in Deutschland? Ich habe ja gar keine Lieblingskirmes in Deutschland. Also, ja, Hamburger Dom ist eben für mich immer perfekt, weil es nicht so weit weg würde ist. Würde ich jetzt auch sagen. Aber, was ich, letztes Jahr habe ich einen Stoppelmarkt Fechter besucht. Das ist so ein Pferdemarkt irgendwie. Und, also mit Fahrgeschäften und Kirmes so, und sowas okay. alles. Ne? Aber es ist, da feiern so, da werden Pferde verkauft und sowas alles. Und da geht richtig die Post ab. Echt? Ich glaube, da muss ich dich mal mitnehmen. Weil da gibt es zig Partyzelte da und die haben keine Sperrstunde. Das heißt, die fahren teilweise bis 6 Uhr morgens. Und da ist die Hölle los. Das war richtig voll. Also ich weiß, da. Bei uns hier auf dem Hamburger Dom ist das ja wirklich so abends, ne? Da wird alles zugemacht, das Partyzelt, alles, da ist ja gar nichts mehr dann. Nee, aber Fechter, also ich war überrascht. Ja, ab Fechter 2018. So, ne? Da sind überall, ich weiß gar nicht, 9 Zelte oder was, also nur Partyzelte. Echt? Und Cocktailbars und überall und die Leute feiern einfach ihr Fest. Das finde ich geil. Das finde ich schön. Ja. Das ist ja wahrscheinlich dann noch so richtig so ein Fest, wo die alle so zusammenkommen, ne? Wo man sich so, wo man sich das ganze Jahr irgendwie nicht gesehen hat und man trifft sich dann da auf dem Stadtfest oder wie sie es nennen, meistens ist irgendwas so eine Kirmes und so, ja. Das ist was Schönes. Das hat mir gefallen. Also muss ich wirklich sagen, war spaßig. Und dann, was ist deine Lieblingskirmes im Ausland? Gibt es sowas im Ausland? Ja, klar. So nein, das gibt's da nicht. Naja, so wie der Hamburger Dom? Ja, logisch. Echt? Natürlich, die haben auch Volksfeste. Ja. Weiß ich nicht. Holland. Zum Beispiel. In Werb. Ich war einmal in Dänemark auf so einem. Ja? Da war eine kleine Achterbahn. Das glaubt mir keiner. Glaube ich nicht. Da war eine kleine Achterbahn. Das war irgendwie so eine Achterbahn wie für so kleine Kinder, so 5 bis 8 so irgendwie. Und so, ne? Ja, so hoch und runter. Dann waren da 2 Geschäfte, wo du Essen und Trinken holen konntest. So Stände halt. Das war's. Geil. Das war Party, ich sag's dir. Ja. Das hat richtig Spaß. Ich bin die Achterbahn gefahren, ne? Ja, bist du? Ja, wenn ich verrückt. Und dann habe ich gedacht, dass die auseinanderfällt. Da habe ich gesagt, Mensch, da aber Spaß gehabt. Nee, wirklich, ich hatte richtig Angst da drin. Ja? Ja. Kennst du sowas nicht? Nö. Ich steige überall ein. Ja, ich ja auch, das ist ja das Schlimme, aber da hatte ich Angst. Ich bin da rausgekommen, habe gedacht, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Aber im Ausland habe ich, glaube ich, noch gar keinen Volksfestbesuch, muss ich gestehen. Mm. Ja, ein niederländischer Schausteller hat mich mal angesprochen und gesagt, Mensch, muss man nach Weert, da ist ganz gesellig. Ne? Sagen die Holländer immer, gesellig. Ja, habe ich letztes Jahr auch nicht geschafft. So. Vielleicht ja dieses Jahr. Ja, ich will auch so viel sehen, das ist unfassbar.
Ja, ihr müsst den Lars immer schreiben. Immer nerven. Ja, immer nerven. Ja, ist ja gut. Bis er es dann macht. Ja, mache ich ja. So. Und dann, was ist dein Lieblingsfreizeitpark in den Niederlanden? Ich habe ja eigentlich gar keinen Lieblingsfreizeitpark, weil gut im Niederland. Ja, aber jetzt in den Niederlanden. Ja, ich habe Toverland besucht und Walibi Holland und ich finde beide cool auf deren Art. Toverland ist so ein bisschen Zauberland so, ne? Mhm. Und auch ein paar coole Attraktionen. Was heißt ein paar? Die haben coole Attraktionen, super thematisiert. Ist das nicht auch eher so Familie auch? Ja, ist eher so Familie. Mhm. Das, wobei die jetzt dieses Jahr auch einen Coaster kriegen, also so einen Wing Coaster, sowas wie Flug der Dämonen. Bin ich sehr gespannt drauf. Schon was geplant. Und Walibi ist ein Actionpark, ne? Einfach so für Teenager, sowas wie wir an sich, also für Jugendliche, ne? Und hier nur voller Pulle. Beides was, weil ich habe da, wie gesagt, keinen Lieblingspark, weil mal habe ich Bock auf Thrill, auf Action, dann habe ich wieder Bock auf ein bisschen Thematisierung, Efteling muss ich auch nochmal hin. Deswegen sage ich immer, ich habe keinen Lieblingspark. So. Tja. Schade. Och, nö, ja. Und dann musst du mir erklären, was das ist. Was? Wie gefällt dir der Voodoo-Jumper? Das ist so ein Fahrgeschäft, so ein Rundfahrgeschäft und das so mit Wippen. So, ich hast glaub, du so Bügel und doch, mach ganz doch. Gute Show. Ja, so, bin ich aber auch noch nicht gefahren, muss ich gestehen. Auch noch nicht. Ja, den habe ich noch nicht angetroffen, glaube ich, live vor Ort. Aber da würdest du auch mitfahren, das würde dir, glaube ich, auch Spaß bringen. Ja, doch, mit Sicherheit. Wie ich den finde, ja, cool. Ja. Aber ich bin ja noch nicht gefahren. Also, sozusagen von dem, was du gehört hast. Ja, genau, das ja. Ja, geile Show und auch cool. Flammenwerfer, glaube ich, irgendwie in der Mitte, irgendwie so, also geile Effekte. Ne, auch gute, rekommendieren auch ganz gut. Super geil. So. Dann, der war in Hamburg. Er schreibt, ich war dieses Jahr das erste Mal auf dem Hamburger Dom und muss sagen, dass es echt eine sehr schöne Kirmes ist. Wie findest du den Dom? Gut. Ist halt unser Dom. Ist unser Dom, wir kennen das ja immer. Ne? Aber wir stehen hier über 260 Schausteller, ist groß. Für mich natürlich perfekt, weil ich habe es nicht so weit zu fahren. Auch wenn ich so Interviews und sowas alles mache, ich habe jede Menge Schausteller da. Gut, man kann gut terminieren für Interviews und ja, ist dreimal im Jahr. Ist vor allen Dingen so als Hamburg-Randgebiet Menschen so wie wir. Ja. Du kannst halt immer was machen. Jo. Spontan so, was machst du heute? Ach komm, wir gehen auf den Dom. Kannst auch mal einfach nur rübergehen und was essen. Ist genau. Auch immer sehr lecker. Ja, das stimmt, mache ich ja auch manchmal. Ja, dass ich wirklich noch rüber gehe. Ja, und dadurch, dass man, also ich kenne Dom zum Beispiel, ich glaube, seitdem ich in die Windeln gemacht habe. Ja, ich auch. Also, wo ich war relativ spät das erste Mal da, glaube ich. Ich glaube, das war 95, 94 oder was? Ja, also scheiße, jetzt bist du mein Alter, ne? Hey, da hast du halt auch gerade in die Windeln gemacht. Ja, ne? Da war ich ganz klein. Da war ich... ja, aber es ist schöner. Ja, lohnt sich. Und jetzt... Wenn du unendlich Budget hättest, welches Fahrgeschäft würdest du dir kaufen? Welches Fahrgeschäft ich mir kaufen würde, wenn ich unendlich Budget hätte? Boah, das ist immer so... Eine Achterbahn würde ich mir kaufen. Ich glaube, ich wüsste, was ich kaufen würde. Kernanart. Unendlich viel. Das ist schwer irgendwie auch. Oder hier die Ferrari-Achterbahn. Im auch nicht? Also ich würde, ich würde das kaufen von dem, was ich bis jetzt in meinem Leben... so gefahren bin und wo ich jetzt im Moment sagen würde, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine Rutsche? Nein, das ist eine Achterbahn. Welche denn? Im Walibi, wo bist du die denn gefahren? Im Walibi. Lost Gravity wahrscheinlich. Ja. Ja, ich wusste es. Es ist auf jeden Fall nicht Goliath. Nee, Goliath. Kann man auch fahren, aber... Für so täglich und so, wenn das meine ist, nee, dann würde ich die. Nee, dann würde ich oft damit fahren. Ja, Lost Gravity ist schon geil, das stimmt, ja. Die ist cool. Und welche Thematisierung würde das Fahrgeschäft haben? Irgendwas Dark Ride-Element. Also irgendwas Gruseliges, ja, will ich da ich haben. Auch. Schön irgendwie mit Nebel, so ein bisschen so ein Tunnel. Paar Monster drin, Tunnel auf jeden Fall, das ist ja, muss. Also am das besten. Finde ich auch. Ja. Wieso können wir uns das ja vielleicht zu zweit leisten? Ja, eben. Na? Haben wir zwei davon. Die sich dann so kreuzen, so, weißt du? Ja. Oder Looping in. Und dann können wir so einschlagen dabei. Ja. Ne? Dann machen wir hier eine Looping und dann ein Looping, was bei dir nochmal so durchgeht. Ja, genau. Und, und wenn wir dann so aneinander sind, können wir uns einschlagen, genau. Wenn wir so dicht sind. Clap your hands, motherfuckers. Ja, Mann. Machen wir, Alter. Geht ab, pla, pla, pla. Oh. Was Frage 8. Oh, okay. Frage 8. Wie ist deine Meinung zu
Oh Mann. Was? Zum was? Oh Mann. Ach, zum Oh Mann. Ja? Ich kenne den nicht, weiß nicht, was er ist. Ach so, das ist der Typ mit dem Mikro immer, der immer irgendwas, ja, gut. Der ist verrückt. Mhm. Müsst ihr euch nichts bei denken. Er mag den, oder was? Ja, Kirmes hat, er mag ihn. Ich mag ihn natürlich auch. Ja, weil er verrückt ist. Ja, ist sympathisch. Der ist auf unserer Wellenlänge auch ein bisschen. Ja, der ist ein bisschen crazy, aber sind wir ja auch so ein bisschen, ne? Von daher, alles gut. Nächste? Ist geil. Und jetzt, das ist, ich finde diese Frage, finde ich herrlich. Hm. Bei welchem Discounter gehst du am liebsten einkaufen? Ich gehe aktuell nur bei Edeka einkaufen, weil ich weiß, wo was ist. Obwohl ich auch mal zu Lidl... Ich bin auch so jemand, ich mag auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel immer bei Lidl bin, der bei mir ist, und dann fahre ich zu einem Lidl, der ein Dorf weiter ist, da fühle ich mich unwohl. Ja. Da weiß ich nicht, wo was ist so richtig, ja, und dann muss ich suchen. Da und, ich hab Bock drauf. Nee, ich muss ich bin auch so eine, ich rein... Alles nehmen, was ich brauche, raus. Und ganz schnell wieder raus. Ja, ich hasse es einkaufen. Alleine wenn ich schon auf dem Parkplatz fahre, kriege ich schon total schlechte Laune. Mhm. Ich hasse es. Jede Woche der gleiche Scheiß. Mhm. Also da bin ich überhaupt... Ah ja, aber zu Lidl muss ich auch mal. Grüße an Pascal. Mhm. Arbeite ich bei Lidl. So. Und dann hier, bei welchem Supermarkt gehst du am liebsten einkaufen? Habe ich auch gesagt. Na, was ist das am liebsten? Ich hasse es beide. Ich hasse auch zu Edeka zu fahren. Was ist denn jetzt Discounter-Supermarkt? Na, ich denke mal, er meint so normal, hier so Plaza und wie sie alle heißen, Supermarkt oder sowas. Und Discounter eben wie alles. Also alles das Gleiche, alles ja, anstrengend. Scheiße. Ich hasse es einzukaufen allgemein. Und wie gesagt, ich mag auch nicht Edeka so da. Es ist immer so, es muss gemacht werden. Ist so ein Pflichtprogramm. Ist ein Pflichtprogramm. Eigentlich hätte ich, ja, weiß egal. Und dann fragt er, fährst du auch so gerne Zug wie ich? Nee. Überhaupt nicht. Ich hasse Zugbahn. Früher als Kind wollte ich immer Zugführer werden, weil ich das geliebt habe. So, ja, aber nicht das. Das war wahrscheinlich aber eher so dieses auf Schienen und so. Das hast du jetzt auf Achterbahn umgepolt. Ja, habe ich auf Achterbahn umgepolt, genau. Weißt du? Ich hasse Zugfahren. Weil immer, wenn ich Zug fahre, ist irgendwelche Verspätungen, dann klappt irgendwas nicht. Ich fahre bevorzugt im Auto. Also. Aber ich liebe das Fliegen. Mhm. Ich liebe Fliegen. Allein die Atmosphäre. Allein die Atmosphäre am Flughafen, super geil. Verschiedene... Ich habe so ein bisschen Angst vorm Fliegen. Ach Mann. Mhm. Ach. Aber es wird immer besser. Der Start ist cool. Und dann fragt er, das ist eine niedliche Frage, kann man bei dir ein Praktikum machen als Funfair-Blog-Kamerakind? Ein Praktikum? Nee. Da sind wir ja noch ein bisschen zu klein für. Nee, leider nicht. Also, schade. Ja, es ist Praktikum, Kamerakind, auch nicht schlecht. Mal gucken, was kommt. Aber man könnte ja vielleicht sogar mal, wenn man irgendwo im Park ist, vielleicht wenn jemand dabei sein möchte und dann so ein bisschen assistieren möchte oder so. Ja, wobei das ja anstrengend sein kann. Also immer weniger Leute, die wollen mir gar nicht mehr. Er möchte das jetzt nur raus, er möchte sich jetzt nur rausreden. Oh. Nee, es ist wirklich so, weil man will irgendwie was, keine Ahnung, Interview führst oder sowas, dann konzentrierst du dich drauf und dann willst du noch das filmen und das filmen. Und dann gibt es ja manchmal Personen, die sagen, nun komm doch, wir wollen weiter und so, weißt du, wo du dann sagst, nee, die Aufnahme willst du haben, das Aufnahme, kann schon anstrengend sein. Das ist aber auch so, weil wenn man in seinem Element so ein bisschen ist, man, gerade wenn man so schneidet oder so, man hat halt schon oft im Blick so, wie man später irgendwas schneiden und wiedergeben möchte. Ja. Und wenn der andere da nicht so zu 100% die gleiche Einstellung hat, was ziemlich schwierig ist, deswegen ist es auch schwer, so einen Drehpartner, glaube ich, so ja, zu finden. Ja, ist schwierig, ja. Bist du unzufrieden halt damit so, ne? Also das macht so unzufrieden, so... Ja... Ich kenne das, wenn ich mit anderen zusammen mal manchmal Videos drehe, die dann nie veröffentlicht werden, weil es mir dann am Schluss einfach nicht so gefällt, dieses Material, weil irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ich kann das schlecht beschreiben, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, weil das ist wirklich so, du hast Vorstellungen, du willst es so umsetzen und das willst du am besten alles alleine machen, weil du weißt genau, wie du was haben willst. Und wenn jetzt einer irgendwas filmt, weiß ich auch nicht, der meint es ja nicht böse, aber wenn einer das nicht so umsetzt, wie du es gerne haben möchtest, dann sagst du, Du hast halt ein fertiges Bild im Kopf. Ja, genau, richtig. So, und das muss erfüllt werden und muss, Also leider noch nicht, nee. Noch nicht. Nee. Wenn es größer wird. Unbedingt. Funfair Blog International. Dann fragt er noch, 13. Frage, er hat übrigens 17 Fragen, also auch ein Fleiß, nee, 17, da kommen, nee, da kommen noch mehr. Ach so. Sehr fleißig. Unfassbar. Frage 13, freust du dich schon auf die neue Achterbahn im Toverland? Oh, den Wing Coaster, klar freue ich mich, wa? So, klar, logisch. Neu ist immer gut, oder? Ja, eben, neu ist immer gut.
Jetzt fragt er, wie findest du meine Rechtschreibung? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Du musst ja... Also sagen wir so, ich konnte alles lesen. So, noch ist alles gut. Alles supi. Und jetzt fragt RTL oder RTL 2? Weder noch. Mhm. Also, nee, beide Scheiße. Ist halt Free TV. Ja, Free TV ist was da läuft, geht gar nicht. Und dann hast du auch Angst vor Bernd dem Brot. Ach, das ist immer dieses Typ, der von A nach B läuft, ne? Dieser Bernd das Brot, ne? Ich renne immer weg. Ja? Ja, ja. Er ist schon gruselig. Ja, ja, ja. Mhm. Und dann kannst du nochmal Virtual Rights 3 spielen. Virtual Rights 3? Hab ich doch erst gespielt. Das Video mit dem Kraken und irgendwas habe ich da gemacht. Mhm. Habt ihr ja gesehen, war ja erst wieder ein neues Video von Virtual Rights 3 draußen. Also, ne? Ja. Einfach gucken und angucken. Einfach gucken und genau, läuft. Soll ich dir die auch vorlesen? Alles, was da steht. Ne? Okay, jetzt schreibt er, passt auf, jetzt kommen mal ein paar Fragen zu YouTubern. Oh. Du musst eine Schulnote geben. Hm? 1 ist gut und 6 ist schlecht. Mhm. Deine Note zu. Write Review. 1. Vergnügungsparadies. Kenn ich nicht. Kann ich gar nicht beurteilen. 3 ist doch normal. Ja, den 3. Themenpark Hunter. Der macht das eigentlich auch ganz gut, aber ich kenne jetzt auch nicht so sehr viel, dass ich bewerten kann. 2. Kirmes Hunter. Das ist er, aber da kenne ich seine Videos leider nicht. Gucken wir uns nachher mal an. Ja. Funfair-Blog. 1 natürlich. So. Kirmes Fan Mopol. Der Moritz. Moritz, der haut auch ganz schön viel Material raus. Da würde ich auch sagen, 1. Best Friend. Funtime Arena. Auch sehr cool. Da gebe ich auch eine 1. Die machen auch sehr, sehr viel. Finde ich auch cool. Die machen auch so Livestreams und so was alles. Grüße! Dann Me Pictures. MB Pictures, Freizeitpark TV. Sorry. Doch, kennst du doch, hast du alles. Kennst du dich voll drin im Element. Ja, auch 1. Markus ist das. Und Kirmes Junkie. Kenn ich nicht. Kirmes Junkie? 3. Kenn ich leider nicht. Okay. Mhm. Aber ist ja eigentlich solide. Absolut. Alles Gute, YouTuber. Befriedigend. Ja, eigentlich ja gut. Bei 1 ist nee, 3 ist befriedigend. Ja, aber im Durchschnitt meine ich. Ach so. Das. Ja gut, das liegt natürlich auch in den Kanälen, die drin sind, ne? Ja. So. Jetzt kommen wieder normale Fragen. Mm. Was ist deine Lieblingsmarke, wenn es um Taschentücher geht? Immer die günstigste Marke. Ich nehme immer gut und günstig. Das Billigste. Dann... Hast du mal eine Sahnefabrik besucht? Eine Sahnefabrik? Nee. Okay. Oder? Ich weiß nicht mal, was das ist. Eine Sahne wird da mit Sahne gemacht. Ja, gibt's das als einzelne Fabrik? Absolut, absolut. Okay, müssen wir uns vielleicht dieses Jahr angucken. Machen wir mal. Was ist dein Lieblingsbier? Ich bin auch nicht so der Biertrinker, muss Echt ich sagen. Nicht? Nee, also ab und zu Astra. Ja. Die Knolle, ne? Nee, Astra, die... Rot, das Rotlichtmilieu? Nee, Rakete. Mehr. Rakete? Rakete. Alter, das raketet richtig. Alter. Oder die Kiezmische für den entspannten Abend. Ja, für ein bisschen was, damit ich schneller voll werde, ey. Nimm ich das, ey. Okay, ja. Dann... Warsteiner zum Beispiel mag ich nicht so. Nee, mag ich auch nicht. Ich mag aber auch Becks nicht so gerne. Becks? Nö, Becks mag ich auch nicht so gerne. Auch kein Gold, hier das Mädelsbier? Machst du auch nicht so? Nee, Astra. Hamburg. Dann, was ist deine Meinung zu Abzockpolo? Apollo 13? Ach so, bin ich noch nicht gefahren, das ist so ein Propeller. Mhm. Aber Abzock würde ich das nicht sagen. Also das ist wahrscheinlich, weil er etwas teurer ist als die normalen Propeller, aber das man so als Abzocke bezeichnet, das ist, weiß nicht, ist eher unangebracht. Weiß nicht, also Abzocke würde ich nicht sagen. Die kalkulieren, müssen natürlich auch knallhart kalkulieren und wenn jetzt mal der eine oder andere ein bisschen teurer ist, ja mein Gott, entweder fahre ich damit oder eben nicht. Aber Apollo 13 ist ja so ein, wie gesagt, so ein Propeller und ich finde die eigentlich ganz cool. Mhm. Also. Dann fragt er, ob sein Paket angekommen ist mit den Fahrschips und welche dir am besten gefallen. Nö, also ich glaube nicht. Also wenn du das jetzt seit der letzten Zeitquartett-Ausgabe geschickt hast, ist es nicht angekommen. Und wenn ich das hier gezeigt. Und wenn es davor angekommen ist, dann ist es schon wahrscheinlich komplett. Das ist verschollen. nein, das bewahre ich alles auf. Also muss man deinen Namen noch mal sagen. Nee, aber Chips musst du doch essen. Oh.
Ja. Solche Chips, ne? Das kannst du nicht auch keine Fahr- Nee, keine Fahrchips. So. Na, ich weiß nicht, was da drin ist. Du hast doch welche bekommen. Nee. Aber die sind schon länger her, oder? Das ist schon länger her. Also müsstest du mich dann nochmal irgendwie kontaktieren. Keine Ahnung, weil ich habe keine Fahrchips bekommen. Hm. So. Und dann Voodoo Jumper oder Big Spin? Voodoo Jumper würde ich nehmen. Ja. Alpencoaster oder Rock und Roller Coaster? Rock'n'Roller Coaster. Der ist natürlich größer und auch volumiger mit der ganzen Thematisierung. Der hat natürlich jetzt mal, man muss natürlich auch sagen, Alpencoaster ist jetzt recht neu und da wird noch einiges passieren, deswegen fairerweise, ne? Fahren sich beide Bahnen cool, aber wenn ich mich jetzt entscheiden soll, dann nehme ich Rock'n'Roller Coaster. So. Olympia Looping oder Teststrecke? Olympia Looping, Teststrecke. Na, auch da nehme ich Olympia Looping, weil die natürlich größer ist. Breakdance Kinzler oder Nummer 2 Dreher Vespermann? Das Original Nummer 2, der erste Breakdancer von Dreher und Vespermann. So gibt es auch schon ein Video auf Funfairblog von denen. Nehme ich den. Kinzler habe ich noch nicht persönlich gesehen. Ne? Nee. Ich auch nicht, weiß gar nicht, was es ist. Doch, weißt du. Doch, ein Breakdancer kenne ich so eigentlich. Was sagst du zur Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn? Katastrophal. Das ist immer, egal wenn ich fahre, es ist echt so, immer ist irgendwas. Ich habe es noch nie, oh gut doch, ich habe schon mal erlebt, wo es auch mal pünktlich war, so ist es ja noch nicht. Aber immer ist irgendwie Schwierigkeiten und dann kommt die Bahn nicht und weiß keiner, was los ist. Und ich hasse Bahnfahrt. Es ist super leid, Deutsche Bahn, aber ja. Das bringt keinen Spaß. Nö, und arschteuer. Ja. Mhm. Und wie spricht man das aus? Reiter Kirmes. Ach so, cool. Wie ich die finde, oder? Ja, wie findest du Reiter Kirmes? Kann ich an sich noch nicht so beurteilen, weil ich glaube, die ist in München-Gladbach, glaube ich. Warst du noch nicht da? Nee, war ich noch nicht da. Ja, es gibt so vieles, was... Dann, wie findest du die Söster aller Heiligen Kirmes? Soester aller Heiligen Kirmes? Söster, Soester? Ist egal. war ich das auch kann auch ein Ö sein. Ist egal, weil ich war ja so noch nicht da. Also, so. Vielleicht ist auch die Söster. Oh, absolut. Absolut, die finde ich cool. Also, das ist ja so eine Innenstadt-Kirmes, bin ich der Meinung. Und ich finde so eine Innenstadt-Kirmes richtig geil, weil das ist Hammer allein. Du hast mitten in der Stadt, bauen die so eine Fahrgeschäfte hin. Echt? Ja, mitten in der Stadt. Oh, das ist ja cool. Das ist richtig geil. Und ja, da kommt auch ein bisschen was. Du musst noch ein bisschen reinhauen. Ja. Ja, genau. Finde ich cool, aber wie gesagt, war ich noch nicht. Okay, auf welche Kirmes? Neuheit, freust du dich nächstes Jahr am meisten? Ich weiß gar nicht, was es alles so Neues gibt. Also gibt es ja einen ganzen Arsch voll, aber ich habe das jetzt nicht alles im Kopf. Ich freue mich auf alles, was Neues rauskommt. Auf alles, was Neues, cool ist. Mache ich mir keine Gedanken drum. Und jetzt die netteste Schaustellerfamilie? Alle sind nett, die ich getroffen habe. Also ich habe nur nette kennengelernt, nur liebe, nette Menschen. Da will ich jetzt keinen hervorheben. Überall super herzlich aufgenommen. Da kann ich, also wirklich, alle top. Es ist ja auch immer so die Frage, wie gehst du an einen Menschen ran? Ne? Mhm. Gehst du jetzt locker, offen, nett, freundlich, kommst du sympathisch oder was rüber? Dann ist jeder Mensch zu dir nett. Also sollte zumindest. Sollte zumindest nicht. Aber ich glaube... Also ich habe keinen, also... Ja. Ja. Okay. Dann vorletzte Frage. Mhm. Wer ist dein Lieblingsrekommandeur? Mhm. Meiner ist Christina Schneider. Und der von Breakdance Nummer 2 von Dreher und Vespermann. So, auch da Lieblingsrekommandeur habe ich an sich nicht, weil jeder ist auf seine Art und Weise anders. Ne? Macht es so, der eine macht es so. Ja, auch da habe ich keinen Lieblingsrekommandeur. Und dann Commander oder Shaker? Commander, weil der sieht echt krass aus mit dem Halbdach und mit der ganzen Beleuchtung und... Da war ich auch schon mal drin im Commander und habe mich der war so bei Christian glaube ich, Christian Fuchs, habe ich da richtig durchgeschleudert. Der ist 8 Minuten gefahren, Alter. Oh mein Alter, Gott. Mir war so übel nachher. Da war ich am Arsch. Das war doch auch, war das nicht letztes Jahr? Ja, letztes Jahr auf der Bremer Osterwiese, da hat er mich irgendwie, nur Looping, der hat mich richtig durchgewirbelt, ey, da war ich am Arsch. Na, er schreibt noch, das waren auf jeden Fall alle... Meine Fragen, viele Grüße aus München-Gladbach. Sehr cool. Und euch beiden noch einen schönen Tag. Jo! Danke, dir auch einen schönen Tag. Schönen Tag und liebe Grüße nach München-Gladbach zurück. Dann hier Sletke N.E. hat geschrieben, sehr interessantes Interview, großartig. Das Interview beim Zeitkurier? Ja, danke.
Okay. Und dann hier Daniel schreibt, nee, Polen ist sehr scheiße, weil ich aus Polen komme und dort gibt es keine guten Freizeitparks. Nee. Und dann hat der Timon geschrieben, Daniel, nächstes Jahr schon, aber nicht gut thematisiert. Hm. Und dann schreibt Daniel wieder, stimmt. Na, Smalltalk. Ja, ja, cool. Dann schreibt die Schinilili. Das ist ja ein krasser Name. Sie schreibt, allerdings finde ich es schade, dass der Kirmes-Fanpool sehr leise zu hören ist. Geht's einigen genauso. Ansonsten wie immer ein sehr schönes Video. Ja, vielen Dank, liebe Schinilili. Schinilili. Moritz war ein bisschen zu leise. Ja, ich konnte ihn ganz gut verstehen an sich. Also, war vielleicht ein bisschen leiser als bei Mar, aber es hängt natürlich immer dran an, was für Mikro die alle haben. Ja. Und ich wollte es auch nicht zu hoch ziehen, weil dann ist es nachher wieder übertönt. Und ich konnte ganz gut verstehen. Also. Julians Zeug schreibt noch eine sehr schöne Ausgabe. Danke. Und dann sind wir wieder bei Fragen von Dortmunder Borusse 09. Ah, geht noch los. Wieder ein paar Fragen. Machen wir schnell Durchlauf. Pass auf. Frage 1. Könnt ihr singen oder kommt... Oh, städtische was? Könnt ihr singen oder kommt dann wie bei mir die städtische Tierschutzbehörde, weil die Nachbarn dachten, dass meine Katze vergewaltigt? Ich glaube, bei mir würde auch die städtische Tierschutzbehörde kommen. Bei mir würde, keine Ahnung, ein Sondereinsatzkommando kommen und sagen, hier, mach mal aus. Das weiß ich überhaupt nicht. So weit kommt das noch. Also ich singe für mich selber, aber ich glaube, ich würde es niemals... Ja, klar, für mich. Im Auto? Stimmt, habe ich schon mal gehört. Stimmt. Im Auto singe ich immer mit, aber ich glaube, ich würde es niemals irgendwie öffentlich machen. Ich glaube... Vielleicht ist es ja schon öffentlich. Nein. Dann, sollte Jens Zellhöfer ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden, als Person mit den meisten Fragen der Welt an einen YouTuber? Ja, es ist unfassbar. Jens hatte nämlich letztens, in der letzten Zeit oder Ausgabe, 120 Fragen gestellt. Aber... Ja, ich glaube, den Rekord will er wieder brechen. Er ist wieder fleißig dabei. Alter, Jens, du bist verrückt. Aber sowas ist doch auch cool. Ja, absolut. Also, ich finde das voll genial. Ja, das ist krass. Also, dadurch lebt das Format ja auch nur. Wenn jetzt nur einer zwei, drei Fragen stellt und sonst keine Sau mehr, ich finde die Fragen auch ziemlich interessant. Es ist zwar auch viel so Freizeitpark, aber auch so viele andere Fragen, wo ich so denke, so, wow, wie kommt man darauf? Aber Taschentücher. Ja, aber es ist total, es ist echt cool. Ja. Weiter geht's mit, wurdet ihr schon mal evakuiert? In einer Attraktion? Ja, ich schon mal bei, ich glaube, das war sogar damals im Six Flags Holland im Tomahawk. Dieser Schaukel wurde schon mal evakuiert, aber es war ja nicht nur, da ging die Sicherheitsbügel nicht mehr auf. Ja, hattest du erzählt, als wir da waren. Ja, ja. Ja, nee, ich noch nicht, dass ich wüsste. Ne? Nee, zum Glück. Ich bin so ein Schisser. Also wenn mir das einmal passieren würde, dann hätte ich so, oh mein Gott. Ich würde es geil finden, in einer Achterbahn und sowas. Und wenn du wirst evakuiert und dann siehst du manchmal auch den an, kannst du ihn, weiß ich nicht. Es kommt immer drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie als wir da waren, wo die dann so gerade aus dem Bahnhof, nennt man das glaube ich auch, ne? Mhm. Wo sie gerade raus ist, sage ich mal, und dann angehalten ist. Genau. Das finde ich noch eigentlich ganz, das finde ich glaube ich noch lustig. Cool. So. Mhm. Aber stell mal vor, du bist irgendwie so... mitten irgendwo in dieser Bahn, am besten noch eine halbe Schräge und... Weißt du, wie ich das meine? Ja, da das stelle ich mir voll schlimm vor. Nee, ja, gut, da. Dann, habt ihr schon mal Berliner mit Senf gefüllt, probiert? Ist da Senf drin? Nee. Nein, ich hatte auch dieses Jahr Glück und ich hatte bis jetzt immer Glück, dass ich niemals den Senf-Berliner hatte. So, ich hatte glaube ich schon mal... Ich weiß das gar nicht mehr, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Kann mich nicht, ich hatte noch nie einen Senf-Berliner, definitiv nicht. Oder? Ich weiß das nicht mehr. Bestimmt. Nicht. Dann fragt er, gibt es Tage, wo euch das typisch deutsche Gehabe, Meckern und so weiter auf die Nerven geht? Mir ehrlich gesagt schon. Täglich. Täglich. Ja. Alles schlecht. Hm? Also doch, es ist schon manchmal anstrengend. Ja. Man muss lachen durch die Welt gehen. Und dieses Meckern und so, das bringt doch nichts. Du änderst dadurch ja nichts. Nee, genau. Du änderst ja nichts. Einfach sagen, okay, gut, die Leute sind eine andere Meinung oder die Leute sind vielleicht, darfst du auch denken, die sind blöd. Aber mecker nicht, lass einfach so, lass die Leute Leute sein. Ja, genau. Oder? Da rein, da raus. So, weißt du? Also, weil, genau. Wenn du immer, wenn dich immer, es gibt ja auch Leute, die immer nur alles schlecht drauf sind und meckern, meckern. Anstrengend. Die ziehen dich ja dann auch mit runter, wenn du dich mit solchen Leuten immer umgibst. Mhm. Deswegen, das ist ja mal ganz normal, dass man mal einen schlechten Tag hat oder sowas. Aber dann wirklich ständig oder sagen, ach, alles schlecht, alles scheiße. Und dann nicht immer dieses Positive sehen, das finde ich schrecklich. Also mit solchen Leuten kann ich auch nicht. Das ist echt nicht schön. Nee.
Dann Müdigkeit ist gut da. Was für ein Ding? Müdigkeit. Was? Na, die Müdigkeit. Wie ist unsere Müdigkeit? Ach so, Müdigkeit kenne ich nicht. Oh doch, ich schon. Immer volle Pulle. Doch. Dann... Du bist immer müde. Ich bin oft müde, ne? So. Ja. Aber ich gebe trotzdem nicht auf und bin ja, trotzdem dabei. Ja, das stimmt, ja. Ich jag dich ja immer. Dann euer Lieblingsgetränk. Alkohol oder kein Alkohol? Was? Ich weiß nicht, ist es Lieblingsgetränk? Alkohol? Nö, so, keine Ahnung, Cola. Ich bin Cola-Junkie. Wasser, ich bin Wassertrinkerin. So. Lieblingsessen? Pizza. Nee, Chili con Carne mache ich eigentlich ganz gerne. Mit Reis und schön mit viel Fleisch drin. Nee, ich mag ganz gerne Nudelauflauf. Nudelauflauf? Ja. Mit Schinken und so einem Kram? Ja. Kann ich auch Schinken weglassen? So heller Nudelauflauf. Ja, Schinken kann, da muss nicht mit rein. Sehr gut, dann bin ich dabei. Na, aber so ein heller Nudelauflauf, schön mit Käse und so. Ja, gut, das mache ich auch ganz gerne. Gut. Hab ich sogar. Also. Aber ich heute bis Pizza. Ja, 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 genau. So, was wird eurer Meinung nach mit Colossus passieren? Kann sie noch gerettet werden oder wird sie abgerissen? Na, habe ich schon fast gesagt, ne? Also, ich hoffe es ja, dass sie noch erhalten bleibt. Ja, hoffe ich auch. Das wäre cool. Ich möchte sie auf jeden Fall noch einmal fahren. Oder auch zweimal. Oder auch zweimal, aber einmal mindestens noch. So. Ja. Wusstet ihr, dass der Tempel im Phantasialand im Dunkeln schneller ist? Ja, absolut. Wusste ich, dass sie im Dunkeln schneller ist. Im Hellen werden die auch langsam. Überhaupt, Achterbahnen, die im Dunkeln sind, im Dark Ride-Element, die kommen dir schneller vor. Echt? Ja, die kommen dir echt schneller vor. Weil du denkst, boah, Alter, was geht denn da ab? Das ist krass. Das ist ja auch eigentlich logisch. Wenn du im Dunkeln bist, du siehst nichts und du fährst vielleicht nur 50 km/h, denkst du, boah, schnell. Und draußen ja, siehst du das ja alles. Weil du nicht so viel siehst, ne? Und ja, genau. Draußen kannst du dich an den Sachen drumherum orientieren. So wie allein auch schon die Hall-Effekte von einer Bahn oder irgendwie sowas im Drinnen, das ist schon geil. Da kommt wieder der Achterbahn-Fan durch. Dann, wann kommt dein eigener Song raus? Ich habe sogar einen Schlager, wie hieß der nochmal? Maiko Klaasen, der hat irgendwie einen Song rausgebracht, Unfassbar hieß der, glaube ich, oder heißt der, auf dem Phantasialand. Und der hat irgendwie erfahren, dass hier ein Typ sitzt, der immer Unfassbar, oder? Sagt. Und der hat sich das, glaube ich, angeguckt, irgendein Video oder irgendeiner hat das, ich weiß gar nicht, wer das mal war. Dann war ich im Phantasialand und der wollte mich kennenlernen. Oh nee. Der hat auch irgendwie ein Interview gehabt mit irgendeinem Kanal und da hat er das, glaube ich, erwähnt, dass es so einen Typen gibt auf YouTube, der hat so einen kleinen Tick und der sagt immer Unfassbar, oder? Unfassbar, ne? Mhm. Oh, sag ich doch schon wieder. Mann! So. Dann, wie wird dieser Song heißen? Vorschlag, Boff Bob. Ich wäre für Unfassbar. Ich würde auch sagen Unfassbar. Unfassbar. Oder? Unfassbar, das ist Lars. Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Genau. Oder Looping. Und dann, wie lang wird wohl diese Folge hier sein? Lang. Mit Sicherheit 2 Stunden. Wie immer eigentlich. Ist eigentlich normal bei mir, dass die Videos immer so lang gehen. Ja. Ja, das stimmt. Nehmen wir das mal so hin. Ich kann mich nicht kurz fassen, Kind, das ist einfach so. Aber es sind ja auch viele Fragen, die ihr stellt. Und ja. Ne, die wollen ja auch alle beantwortet werden. So. Und dann dauert das. Dann dauert das eben. Ne? So. Mittlerweile weiß ich ja, dass einige den auch Podcast hören, habe ich erfahren. Hm. Also, dass man die runterlädt, kannst du ja immer wie bei YouTube das so runterladen als MP3 ja. Und dann auf den Stick rauf. Und dann abends zum Einschlafen. Oder und dann zum iPad. Ja. Oh, wie schläfst du am besten ein Ohr mit Lars im Ohr? Mit Lars, ja genau. Boah, genau. Ich sag ja immer noch, wach, du pennt doch endlich mal. Kinders. Ja. Dann deine Lieblingsfarbe. Blau. Schwarz ist keine Farbe, also würde ich sagen. Nee. Nee, schwarz echt ist doch keine Farbe. Schwarz und weiß sind doch keine Farben. Ach nee, das ist ja transparent. Durchsichtig. Lieblingsfarbe ist bei mir transparent. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich nehme Blau für dich. Also ich sag mal, meine Hassfarbe ist auf jeden Fall grün. Grün magst du nicht? Nee. Oh. Ja, ist alles so in Ordnung, aber ich würde mir niemals eine grüne Wand streichen. Ich würde mir niemals grüne Klamotten kaufen, weiß ich nicht. Habe ich grün an? Ja. Dann, das Beste an einem Breakdancer ist? Facelifting. Also wo du reingedrückt wärst, ne? Bud Spencer oder Terence Hill Filme? Bud Spencer Filme. Spencer. Ja. Dann, welcher Freizeitpark / Kirmes YouTuber ist erst 21?
Ich bin ja erst 21. Unfassbar, oder? Aber du bist doch jetzt schon 22. Ja, psch. Okay, Lars ist noch 21. So. Der ist kein Jahr älter geworden. Nee. Ich werde einfach nicht älter. Ey. Das ist unfassbar. Das welcher? Ist unfassbar. Oder? Oder? Das ist echt. Oh. Welcher Freizeitpark Kirmes-YouTuber hat die kleinste Vlog-Kamera der Welt? Da kenne ich einen. Ja? Ja. Wer denn? Du. Mit der kleinsten Vlog-Kamera der Welt. Die immer so leicht ist. Ja, definitiv. Die auch immer keine Zeit braucht, wenn man sie mal schnell braucht. Oder kann man so rausnehmen schnell und ist immer bereit. Ja, absolut. Wenn es wieder heißt, ich muss kurz was sehen. Daumen-Moment. Mach doch mal hin, ne. Ja. Aber es ist die kleinste Vlog-Kamera der Welt. Man kann nicht immer alles haben. So. Dann hat man halt die kleinste. So. So. Weiter mit der Deutschen Bahn fahren ist... teuer und scheiße. Und dann Staus sind... entspannt. Findest du Staus? Ich finde sowas von geil. Echt? Ja, genau wie Baustellen oder so. Finde ich entspannt mich immer. Oh, ich finde das total anstrengend. Also, wenn ich Zeitdruck habe, dann ist das gar nicht... Ich habe ja nie Zeitdruck. Ich komme ja immer zu spät. Ja, ich auch. Also. Wie kann man nur so viele Fragen wie Jens Zellhöfer stellen? Mir geht es ja jetzt schon aus. Ja, ist unfassbar, ne? Unfassbar, ja, oder? Das ist krass, ne? Aber du machst schon wirklich ins Konkurrenz. Aber ja, wirklich, das ist schon ein weiter weniger so. Als ein Drittel. So, oder? Ach du Scheiße, Mann. Ach ja, stimmt ja. Boah, ne? Das Wetter in Deutschland ist kalt. Definitiv. Auch der letzte Sommer war, naja, erkältet. Kalt, ja. Freizeitpark, Reportagen und Berichte von ProSieben sind... schlecht recherchiert. Echt? So schlecht? Ja, also nicht toll, was da abgeht. Ich glaube aber auch, die nehmen wahrscheinlich dadurch, dass sie so in 5 Minuten oder 3 Minuten halt reinpacken. Ist Mainstream. Ist wirklich nur, boah, da sind so viele Filler auch manchmal drin. Aber gut, das sind natürlich Fans, denen fällt alles auf. Ja. Also wir, ne? Wir gucken natürlich sehr genau hin. Und ach, das sind teilweise, die recherchieren nicht vernünftig, keine Ahnung. Nicht gut. Nee. Also lieber immer hier einschalten. Ja, absolut. Auf YouTube, ne, wir machen das alle wesentlich besser. Also jetzt nicht nur Funfun-Blog, sondern auch hier Ride-Review, ME Pictures, Funtime-Arena, wie sie alle heißen. Dann die größte deutsche Kirmes ist? Die größte deutsche, im Münchner Oktoberfest oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Oder was wie? Und dann, pass auf. Ach so, Münchner Oktoberfest. Jo. Jo. Und dann der größte Freizeitpark der Welt ist? Bestimmt in Amerika, Park, oder? Mit Sicherheit, denke ich mal auch. Ja. Weiß nicht, der größte der Welt? Müsste ich jetzt überlegen. Keine Ahnung, Cedar Point ist es glaube ich nicht, oder? Das ist der größte der Welt. Ich weiß das nicht. Die haben viele Achterbahnen stehen, aber der größte der Welt. Und dann, das sagt sogar mir was, würdest du gerne mal in die USA? USA? Nein, du kannst das. USA. USA. Hallo? USA. Das habe ich auch mitbekommen im Walibi. Da sind sie an uns vorbeigegangen. So, ach ja, stimmt ja. Ja. Unfassbar, oder? Unfassbar. Was war die Frage? Würdest du gerne... Ja, würde ich. Unbedingt. Wir suchen Sponsor. Geht los, dieses Jahr. Ne? Also, Kenners, haltet euch ran. Ich bin da schon mit Fritz Cola verhandelt. Und Chips. Ja, und Stromberg und Wannabe. Läuft. Und die schnellste Achterbahn der Welt heißt, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber... King der K88? Nee, die heißt, glaube ich, anders. Ne? Ist das nicht die in Dubai? Ach ja, stimmt ja. Stimmt, das ja, ist die Alter, du hast mich voll. Die Ferrari-Bahn. Ja, oder? Mhm. Das ist doch, glaube ich, die schnellste. Mhm. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Die heißt einfach schnell. Die schnellste Achterbahn. Ja, also die würde ich gerne mal fahren. Also klar. Ja, logisch, gerne mal fahren. Da kriegst du auch eine Brille auf. Pass auf, wie schnell ist die schnellste Achterbahn? 200. Weiß ich nicht, wie schnell die ist. Kannst du rausfinden unter Wikipedia. Und können wir nochmal den... Oh Mann. Sehen? Nö. Doch. Hier ist er nochmal. Schön. Hey, Lupe. Willkommen zurück. Unfassbar, oder? Der Oman. Der ist der aber auch... Der Oman. Der ist ein richtiger rechter Jet. Echte Kölner Freude. Ja, vielen Dank, lieber Dr. Brusche09 für die Question. Also Jens, zieh dich warm an. Du kriegst Konkurrenz. Absolut, absolut.
Dann sind wir hier schon bei Brixkohl hat zwei Fragen. Na. Ich habe zwei Fragen. Erstens, magst du Ralf Sitz in dem Simpsons 2? Ach so, von den wahrscheinlich von der Serie Simpsons. Ach, Ralf wahrscheinlich. Ralf, der, ja, ja. Der, ne? Ja, der so ein bisschen. Ja, mm-hmm. Ja. Ach, ja, manchmal ist er lustig, aber auch oh Gott. Und dann die 2 gehört nämlich nicht zu Simpsons 2, sondern zweitens. Ach so! Bist du Frisbee Robran? Robran. Gefahren? Ja, bin ich. Echt? Ja, 1997, glaube ich, das erste Mal. Mit dem zweiten, die hatten nämlich 2 Frisbees gehabt. Also die so eine Schaufel. So jung, ja. Ja. Ich meine, als Kind habe ich mich da rein schon getraut. Da war ich ganz cool. Gut, bin ich heute immer noch. Der coole Lars. Absolut, Alter. Gehst du rein? Ja. Ja, bin ich. Oh, Sascha schreibt. Ah. Fanfare-Blog, hast meine Frage nicht vorgelesen, also. Wieso ich? Ich bin ja kein Fragevorleser. Also wenn, dann ganz schön. Ist das Hamburg Moritz. Dungeon deiner Meinung nach eine Maze? Die Frage hat Sascha, glaube ich, schon häufiger gestellt. Glaube ich auch in anderen Formaten. Aber wahrscheinlich hat sie sie noch nie vorgelesen. Keiner. Ich lese ja keine Fragen. Ich habe sie vorgelesen. So. Nö, würde ich nicht sagen. Das ist keine Maze. Ist eine Attraktion, eine Gruselattraktion. So. Mit Schauspielern. Na gut, ja. Die Frage stelle ich mir eigentlich gar nicht, ob das eine Maze ist oder ein Gruseldings. Ich war da seit Jahren. Ist eine Attraktion. Ich auch nicht. Das ist schon lange her. Und er fragte noch, wie hast du das Sprüche machen, wie zum Beispiel Oman, gelernt? Das kann man einfach mal. Ich bin ja gar nicht der Oman. Nee, der Oman, der ist nämlich, den haben wir rausgeschickt, damit wir unsere Ruhe haben. Der soll erstmal hier sein, den Müll da erstmal entleeren, den er da mitgebracht hat, weißt du? Der soll, und dann soll er erstmal hier unten ein bisschen fegen. Und jetzt, oh mein. Oh, jetzt kommt Jens. Jetzt kommt Jensi. Der immer noch Rekordhalter im Fragen. Und wenn ich da jetzt mal rüber gucke, 135 Fragen. 135, ja. Oh, aber da machen wir dann, ich würde sagen, schnell durchlaufen. Volle Pulle. Ne? Weil die wollen wir natürlich alle reinhaben. Absolut, oder? Logisch. Definitiv. Jetzt hat sich da echt Mühe gegeben. Machen wir es natürlich auch. Okay, tolles Video wie immer. Meine Fragen, Doppelpunkt. Newtopia, bereits abgesetzt. Oder Promi Big Brother. Newtopia kenne ich nicht. Was ist das? Newtopia, waren die dann nackt? Nein, die hatten, glaube ich, die hatten nichts und mussten sich, glaube ich, alles erwirtschaften selber oder so. Nö, klingt langweilig. Ach, ich hole beides nicht. Promi ist auch irgendwie... Beides nicht. Nee, das interessiert mich gar nicht. Okay, weiter. Warst du mal auf einem Rockkonzert? Nein. Nee, ich glaube nicht. Ist auch nicht so unsere Musikwelt, ne? Nö, Rockkonzert war ich auch nicht. Ich auch nicht, nee. Mhm. Isst du Pommes mit Senf? Nee, mit Senf. Wer kommt denn auf die Idee? Ja, ich weiß nicht. Gibt es, glaube ich, irgendwo. Nö, lieber mit... Mayo. Ja, bin auch dabei. Was? Was ist dein Lieblingspart von Rivercrest? Da, wo es runtergeht am Anfang. Du fährst mit dem Fahrstuhl hoch und dann wird das Boot so ein Rafting und im Phantasialand oder dann kommt der erste Abschuss. Das ist geil. Hört sich gut das an. Das ist geil. Was machst du an Temple of the Night Hawk sehr gerne? Was magst du? Was ich da mag? Überhaupt so, dass sie schön lang ist. Also das ist eine richtig lange Achterbahn. Die ist, ich glaube, über einen Kilometer ist die lang. Glaub. Echt? Ja, die ist ganz schön lang. Kennst du das Walibi Belgien? Ja, kenne ich. Warst du schon da? Nee. Ich kenne Walibi Holland. Das ist, und jetzt, welche Tapeten hast du? Raufaser. Nennt man das so? Ja, das ist Raufaser. Ja, Raufaser. Raufaser in weiß und in orange. Und in Funfabrik orange. Ja, ja, weiß und orange. Geil, oder? Wird es ein Video mit Intermin geben, wenn ein Video mit Gerstlauer geplant ist? Das ist ein Achterbahn-Hersteller. Wer weiß, lasst euch überraschen. Wer weiß, das Jahr hat gerade angefangen. Bist du ein Fan von... Hus, was ausgesprochen, ist ein Fahrgeschäftshersteller. Ja, bin ich, klar. Alle, Fahrgeschäfte. So, macht Fahrgeschäfte, dann ist man automatisch Fan. Warst du schon mal auf der Schwäbische Alb? Auf der Schwäbischen Alb? Weiß ich nicht, bestimmt.
Bin ich vielleicht mal durchgefahren oder was? Keine Ahnung. Magst du Flaggen? Pff, ist mir egal. Kennst du den Kanal Dark Victory? Ich kenne ihn. Was ist das? Ist ein YouTuber. Was macht er? Also ich kenne ihn denn nicht. Ich kenne den Namen so, aber ich gucke das nicht. Der Kult ist auch. Ich glaube, also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage oder so, aber... Ich sage jeden Tag was Falsches, aber... Ich glaube, der macht bei... Gehört er nicht zu Tube Clash? Sagt der Tube Clash was? Nö. Wir gucken nachher mal, aber ich, ja. Ich glaube. Aber ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Keine Ahnung, wer der ist. Warst du mal in einem Legoland Discovery Center? Nee, in Berlin ist, glaube ich, eins, ne? Was ist denn das? Ist... Wo du Legos kaufen kannst? Nee, ist, glaube ich, auch so ein, nicht Park, aber so ein Museum oder sowas. Irgendwie so, keine Ahnung. War ich noch nie. Nö. Also ich war mal im Legoland in Dänemark, aber... Nö, das Legoland oder auch so Lego interessiert mich nicht so. Sorry. Das, nö. Jetzt, welche Politiker magst du nicht? Ich bin kein Fan von Merkel. Ich auch nicht. Nee. Ja, klar darf man das sagen. Man darf ja alles sagen. Ja eben, richtig, weißt du. Was magst du an YouTube gar nicht? Ja, mir gehen die ganzen, wie heißt das nochmal, Streiche oder was machen die da immer? Pranks. Das Pranks so, oh, das, nee, das ist, nö, das gucke ich zum Beispiel gar nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, so. Pranks habe ich keinen Bock drauf. Manchmal, wenn ich die sehe, auch in den Trends oder so, dann denke ich mir, wer ist das? Ja, nee, das ist nicht so mein, das nervt. Das ist auch nicht meins. Nee. Also zumindest, wenn man mal so seine Freunde oder so mal ein bisschen so ärgert oder so, sag ich mal, ne? Mhm. Okay, aber diese gestellten Pranks und so finde ich furchtbar. What the fuck? Glaubst du, dass die Brüder das Phantasialand mal wachsen lassen? Glaube ich nicht. Da werden die Anwohner was dagegen haben. Und dann hast du ein kleines Modell vom Wrack der Titanic. Mhm, Keller. Ist aber geheim. Mhm. Ja. Glaubst du, dass Clickbait mal von YouTube verschwindet? Nö. Nee. Ich verdiene ja dran. Das ist ja, das brauchen die ja. Es funktioniert ja auch. Also warum, ist eben so. Ich habe auch nichts gegen Clickbait. Nö. Wenn es richtiges Clickbait ist, also wenn es nichts Falsches erhofft, also den Zuschauer erhoffen lässt, sondern wenn es ein Clickbait ist, was berechtigt ist. Ja. Clickbait ist ja alles. Clickbait ist ja auch das Thumbnail allgemein und was du schreibst und so ist ja alles Clickbait. Aber wenn auch das im Video ist, finde ich es in Ordnung. Ja. Finde auch nicht schlimm. Findest du den Moviepark furchtbar? Nö. Nee, überhaupt nicht. Der Moviepark ist ein cooler Park. Ich war ja da zu Halloween auch. Und der macht sich echt. Also die hauen da mit Star Trek mit der neuen Achterbahn. Hab da auch ein Interview geführt und total cooler Park. Auch sehr liebe Mitarbeiter da. Also echt, fand ich cool. Dann, das finde ich auch eine sehr niedliche Frage. Wie findest du es, oder wie fändest du es, wenn Bro und Ushima heiraten würden? Oh, das finde ich cool. Ja, niedlich. Niedlich, die beiden sind so niedlich zusammen. Ja. Die hören das bestimmt nicht gerne, wenn man sagt, die sind niedlich, oder? Ach, wieso denn nicht? Die sind wirklich die sind niedlich, süß. Ja. Ich habe sie ja, in cool. Holland habe ich die beiden ja kennengelernt. So. Ne? Doch, finde ich cool. Das wäre geil. Magst du Musik? Natürlich immer, klar. Ich sag nur Berlin, ne? Da waren wir ganz viel. Gehört hier nicht her. Aber doch, gibt's ja ein Video, ne? Ach ja, es gibt ja ein Video. Ja, wir haben doch, es gibt doch einen Vlog. So. Von dir ein, von mir ein. Guck das Video. Welcher Dark Ride im Moviepark, welchen Dark Ride im Moviepark findest du am besten? Van Helsing. Van Helsing Achterbahn. Ich war noch nie im Moviepark. Ja, dann müssen wir das auch nochmal machen, ey. Mann, ja, hat ja gerade angefangen. Ja, so. Mein Gott, haben wir viel vor. Ja. Dann gab es Tage, an denen du keinen Bock auf alles hattest. Klar, mit Sicherheit. Gibt es immer mal so eine Tage. Ja, hab ich auch mal. Das man muss, auch mal, auch, man ne? muss sich auch mal die Ruhe gönnen, ne? Ja, das stimmt allerdings auch. Manchmal braucht man die Ruhe auch. Hast du eine Lieblingsmütze? Eine Mütze? Ich trage ja ganz selten Mützen. Ich trage Cappies gerne. Obwohl, Cappies habe ich gar nicht. Ich hatte damals mal so viele Cappies, aber ich habe keine aufgetragen. Ich weiß auch nicht. Komisch. Bist kein Mützenmensch. Nee, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Okay. Findest du Off-Season anstrengend? Off-Season anstrengend? Mhm. Nö. Es gibt ja fast keine Off-Season. Also viele Parks haben ja auch selbst im Winter auf. Mhm. Nicht viele, aber... Aber ist ja auch nicht anstrengend. Denn wenn, dann ist es ja eher... Wenn die Parks auch anstrengend. Nein, man ist ja eher so, sag ich mal, vielleicht ein bisschen so
gelangweilt, weil man nichts zu tun hat, sondern aber es ist ja nicht anstrengend dann. Nö, anstrengend. Es ist ja dann eher gegenteilig. Geschmeidig. Ja. Ne? So. Hast du mal einen Leuchtturm besichtigt? Nee. Ich ja, ich war schon mal auf einen drauf. Weiß ich, in Dänemark bestimmt, ja, ne? Ja, stimmt, das ist sogar in meinem Video. Warte. Ja, warst du echt noch nie auf einen drauf? Kann mich mal dran erinnern. Wie findest du die vulgäre Sprache, eine Sprache voller Schimpfwörter? Die vulgäre Sprache benutze ich ja manchmal, muss ich gestehen. Ja, ich auch. Ja, es ist, das macht bestimmt jeder. Also wenn jetzt einer sagt, nein, also sowas, nee, das mache ich nicht. Was nehme ich niemals in meinem Mund? Nein, ich auch nicht, ne? Nee, aber also es muss nicht zu viel sein. Nee, also dieses Ghetto-Sprach-Technische ist nicht so. Nee. Ja. Wir machen es eher auf lustig. So, ne? So sieht's aus. Unfassbar. Magst du Looney Tunes? Looney Tunes? Ach so, von Warner, diese Figuren da. Wahrscheinlich. Ja, ja, doch, das sind die Figuren. Ja, gut, ich bin auch aus dem Alter drin, aus. Dann, wenn du ein Maskottchen eines Parks spielen müsstest, welches ist das? Spielen müsstest? Ich wäre Mickey, Minnie Maus. Oh, dann bin ich Donald Duck. Nimm ich den. Wo war ich denn jetzt? Da. Hast du einen Nachttisch neben deinem Bett? Ja, ich habe sogar zwei. Ne? Zwei. Wieso habe ich dann zwei? Es gehört sich ja so. Ich habe keinen. Nee? Nee. Wo du nichts abstellen kannst und auch keine... Alle auf dem Boden. Geil. Kennst du die Story, wo sich Bro und Uschi kennengelernt haben? Ja, hat er mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe es auch wieder vergessen. Irgendwie haben sie sich kennengelernt. Logisch. Aber ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie hat, glaube ich, Uschi gesagt, ich will ein Kind von dir. Und hat Bro, glaube ich, irgendwas geantwortet. Weiß nicht, ja, geht los oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, leider. Aber es hat er mir schon, hat er, glaube ich, häufiger schon erzählt. Ja, ja. Magst du Boomerang-Coaster? Nimm ich mal mit. Also mögen, ja. Was ist das für eine? Das ist wie Speed of Sound. Im ich bin ja nicht so ein Fan, wenn der Achterbahn rückwärts ja, geht. Ja, das fand ich auch nicht so schön. Nee, das also ist nicht so meins. Sorry, aber das lieber einen geschlossenen Kreis. Ja. So. Wie ist deine Meinung zu Rutschen auf Spielplätzen? Puh, ist mir egal. Kind damals so geil und heute so... Naja, gut, wann gehe ich? Wann gehst du auf den Spielplatz? Achso, ich meine, das wäre nur ein bisschen. Nee, fahr ich dran vorbei. Ja. Hast du ein On-Ride von der Crazy Mine? Von der ja, vom Hansa Park, ja. Alles ist schon ein bisschen älter. Heute sind ja keine On-Rides mehr erlaubt. Von 1997 habe ich ein On-Ride. Ist auch auf dem Kanal zu finden. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ja. Hast du mal eine Pizza gestellt? Was? Bestellt wahrscheinlich. Wahrscheinlich bestellt. Hast du meine Pizza bestellt? Wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet. Also ich könnte mir schon eine eigene Pizzeria aufmachen. Wenn ich die ganze Zeit. Pizza-Kartons hast du wahrscheinlich dann. Denn, also ich hatte mal welche. Ja, von welche? Du hattest, naja, ich hab's gesehen. Ja. Die zwei, drei Kartons, ne? Ja. Ja, oh, guck mal, da kann ich sogar meinen Fuß hier reinstellen. Ist das toll. Geil. Mhm. So, da sind wir wieder. Akku leer. Ja, der Akku war leider leer. Wie findest du die Show Wetten, dass? Früher habe ich die ganz gerne geguckt. Echt? Ich wollte da mal mitmachen. Ja, du musst mal mitmachen. Erzähl doch mal. Ja, ich war mal in so einer Tongruppe und da haben wir was eingeübt, haben das aufgenommen und haben das hingeschickt, aber wir wurden nie kontaktiert. Schlecht. Ja, also, vielleicht waren wir nicht so gut, ich weiß es nicht. Oder Wetten, das war einfach nicht... Die wussten nicht, was die Leute sehen wollen. So, ob ich da voll aus der Puste, ey, die Küche ist so weit weg hier. Also, das ist halt ein riesen Villa, ne? Der Palast eben, ne? Ja, so denkst du, ich wohne so in einer Zwei-Zimmer-Wohnung? Ich bitte dich. Ja, dann, wie findest du den Mond im Videospiel Legends of Zelda Majora's Mask? Ich kenne das Spiel nicht mal. Doch, finde ich cool. Also ich kenne Zelda, aber... Ich bin kein Nintendo-Freak. Also ich bin eher so der PC... Gamer? Obwohl so Gamer bin ich ja auch nicht. Dann benutzt du einen Achterbahnkalender? Nee. Unfassbar, ne? Unfassbar, oder? Ich habe einen Simpsons-Kalender. Obwohl ein Achterbahnkalender wäre mal was. Also wenn ihr einen habt, dann... Immer her damit. Fundstück des Monats. Denkt dann,
Ja, vor allem jetzt im Januar noch. Ne? Dann ach, hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Fundstück des Monats. Immer hierher damit. Zuschauerpost. Egal, ob das zum Thema Achterbahn, Kirmes, Freizeitparks etc. pp. Passt, egal was. Schickt das an Post. Adresse blende ich euch ein an Lars Müller, Eutiner Straße 27, 2354 Lübeck. Da, wo das Riesenschloss steht. So, schickt das dahin. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Kann man mal sehen. Ich bin so vergesslich. So ist das. Ja, mit Anfang 20. Ja. Ne? Aber da habe ich das auch nochmal erwähnt. So. Dann hast du dir das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz angeschaut? Nee, da war ich unterwegs. Ich habe es auch Das habe ich, glaube ich, im Nachhinein, enge Nachrichtensender, habe ich das irgendwie nur reingesappt. Aber ich war da... Ich habe es auch nicht angeguckt. Nee, ich hatte auch keine Zeit gehabt. Und jetzt, pass auf, welches Klopapier benutzt du? Das ist gut und günstig. Ich habe das von Netto. Das billigste. Ich habe von Netto. Ja. Aber immerhin dreilagig. Ja, muss ich auch haben. Also das darunter geht gar nichts. Nee. Dreilagig muss sein, sonst... Am besten vierlagig. Ne? Ja, das ist aber schon Luxus. Obwohl vierlagig ist schon cool. Dann kennst du den Kanal Ridewitz? Ridewitz? Nö, kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Keine Ahnung. Bist du mal Fahrradrasine gefahren? Was ist das denn? Fahrradrasine? Fahrraddreisine. Nö. Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Also nö. Hast du eine Leselampe im Schlafzimmer? Nee. Ach so, oder nö, das sind Tischlampen. Tischlampen, ne? Nö, Leselampe. Das ist eine Leselampe. Ich lese auch nicht. Ich bin auch nicht so der Lesetyp, eher so der Hörbuchfreak. Oh ja. Ja, das kenne ich auch. Ja, ich mag nicht so Lese. Dann, was ist dein Lieblingscharakter in Game of Thrones? Ich habe Game of Thrones noch nicht angefangen. Ich habe noch nie eine Folge gesehen. Ich auch gesehen. Nicht. Noch nicht eine einzige. Nee, also ich würde ich mir gerne mal angucken, genauso wie House of Cards. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, das soll auch richtig geil sein. Echt? Auf Netflix. Ich muss mir noch so ein Probeabo nochmal über Netflix holen. Gratis. Ich bin einer von den Parasiten. Ich habe den Zugang von meinem Bruder. Stimmt, das ist. Ja, ich habe momentan das Homeland habe ich mir angeguckt. Homeland, die, was habe ich mir da noch angeguckt? Walking Dead bin ich, glaube ich, irgendwie noch dabei. Und The Man of the High Castle von Amazon, irgendwie so eine Serie. Auch sehr geil, kann ich nur empfehlen. Da bin ich jetzt auch komplett durch mit den zwei Staffeln. Sehr geil. Ich muss unbedingt Lucifer gucken. Hab ich noch nicht gesehen. Ich habe mal reingeguckt, weil mein Bruder hat das immer geguckt, das ist auch richtig gut. Okay. Gibt's auch. So viele tolle Serien, ne? Ja. Was soll man wirklich sagen? Da kommt man ja gar nicht mehr raus. Und The Affair ist auch eine ganz coole Serie. Okay. Also war ich auch erst so, boah, der Titel, boah, schon so, nö. Ich das war ja was für die Damenwelt, so, ne? Dachte ich erst. Aber hat, glaube ich, meine dritte Schwester, die hat dann erstmal gesagt, nee, das ist ja ganz cool, wäre vielleicht auch was für dich. Und ja, war echt cool. Was magst du an Rio Dorado am meisten? Im Hansapark, ne? Diese Raftingbahn ist das, glaube ich. Ja, ist eigentlich nie so mein Ding. Also, es ist witzig, ja, aber es ist jetzt nicht so, kann eigentlich weg. Also, es ist, ja. Langweilig. Ja, es ist nicht so, flash mich jetzt nicht so, muss ich sagen. Was das Beste ist, der Schluss. Ja. Benutzt du Feuerzeug oder Streichhölzer? Nee, Feuerzeug. Feuerzeug, ne? Ja, Streichhölzer ist immer so, kaputt. Was ist dein Lieblingsradiergummi? Gibt's da einen Magen? Leibniz. Wie heißen die? Leibniz. Nur echt mit... Mit 15 Zacken. So. Sind das 15? Weiß ich nicht. Die 51? Ja, 51. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab kein Lights. Lights. Heißen die Lights? Ich glaube, oder? Ich weiß es nicht. Schreib's in die Kommentare. Genau. Dieses blau... Ja, mit diesen Zeichen hatte ich früher in der Schule. Aber Lieblingsradiergummi und ach komm. Egal. Welchen Politiker folgst du auf Twitter? Gar keinen. Gar keinen. Nö, interessiert mich nicht. Ich folge ganz wenig Leuten eigentlich. Steht ja immer dasselbe. Ja. Die wollen ja alle nur... Für Frieden und Freiheit. Sie sind die Besten. Ja, genau. Die würden alles anders machen. Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass Bud Spencer gestorben ist? Völlig traurig. Aber der war ja auch schon ein bisschen älter, ne? Und
Hat ja dann keine Filme mehr. Ja, logisch, keine Filme mehr. Irgendwann ist es nochmal so. Aber war, da gab es ja auf, ich weiß gar nicht, auf vielen Fernsehsendern so einen Bud Spencer nach und Terence Hill nach. Echt? Das alles. Ja, ja, ja. Das finde ich cool. Das fand ich immer ganz cool. Habe ich nicht gesehen. Ah, habe ich glaube ich auch nicht gesehen, weil ich da irgendwie wieder keine Zeit hatte. Aber ich hatte auch die ganzen Bud Spencer-Filme auf Blu-ray gehabt, aber habe ich alle verkauft. Ich weiß auch nicht warum. Hey, vielleicht hättest du jetzt richtig Geld. Ja, ach Gott. Es gibt ja Streaming-Dienste. Dann, von welchem Soundtrack hast du nichts erwartet und warst positiv überrascht? Nichts erwartet? Boah, weiß ich nicht. Nichts erwartet. Ich habe eigentlich bei jeder Bahn. Also, gibt es eigentlich von Kernan, wie heißt sie nochmal? Fluch von Novgorod, gibt es da eigentlich auch einen Soundtrack zu kaufen? Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Im Hansapark gibt es da? Obwohl, bestimmt. bin ja hier der absolute Profi. Weiß ich nicht, kann ich. Ich erwarte. Also, ich habe ja nur E-Mail-Score besucht und kann ich das eigentlich schon sagen? Ja, kann ich schon sagen. habe ich ja jetzt. Und was da abgeht, seht ihr, glaube ich, in dem nächsten Video. Krass, sag ich nur. Wirklich krass. Und dann hast du mal den Soundtrack vom kleinen Zar auf YouTube angehört. Nee, mache ich aber noch, weil das hat E-Mail-Score, glaube ich, auch gemacht. Nee, habe ich noch nicht geschafft. Warst du denn auf der Gamescom? Nee, wäre mir auch zu voll. Also, ich habe auch Videos davon gesehen und ich glaube, es ist so überlaufen. Das ist so überlaufen. Nee, also da kannst du, glaube ich, nur zu den Pressetagen, wenn du denn da reinkommst. Ja. Sonst, nee. Kennst du den Bonustrack Kungstorge Medley von Kernan? Nee, ich glaube nicht. Noch nicht. Sagt mir nichts. Hast du deine Urgroßeltern kennengelernt? Ja. Nein. Nicht? Ich glaube nicht. Kennst du die Serie Hawaii 5.0? Habe ich mal reingeguckt. Nee, kenne ich nicht. Was ist das? Die läuft auch im Free TV, glaube ich. Habe ich mal reingeguckt, aber war nicht so meins. Nö, das ist auch nicht meins. Kennst du die dicke Dome von Family Stories? Ja, die kenne ich! Was? Ja, das ist ein sehr korpulentes, junges Mädchen. Möchte sie nicht auch, glaube ich, also die Dome, die hat so kurze Haare, glaube ich. Also ich weiß auf jeden Fall, wer das ist. Die ist bei Family Stories öfter mal gewesen. Ja? Ja, also RTL 2, ne? Oh, Asi TV. Ach so. Also passt auch wirklich. Bauer sucht Frau und so ein Scheiß. Ja, aber das ist schon hart. Die ist schon hart. Ja? Oh Gott. Okay, kenn ich. Kennst du die Comicfigur Tabaluga? Ja, ist auch von Hallo Freunde. Peter Maffay, ne? Ja. Am Mikrofon ist man so hoch. Hast du gewusst, dass Playmobil-Figuren auf Malta hergestellt werden? Nö, das habe ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Kommt aus Zehlendorf. Was ist deine Lieblingsachterbahn im Disneyland Paris? Ich war noch nicht da. Ich nehme hier Space Mountain. Okay, nehme ich auch. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau. Solange es nicht so dieses, wie heißt es, Madhouse oder was ist das? Nee, was? Ach so, wo wir drin? Nee, ist nicht sowas. Okay, nee, dann nehme ich das auch. Ja, genau. Da wurde es komplett übel, ne? Oh, das ging gar nicht. Nee? Nein. War das so schlimm? Das war richtig schlimm für mich. Da war eigentlich, die nächste Stunde war gelaufen. Also wir waren im Madhouse im Walibi Holland und ich kenne sie fast. Ich bin echt so, ich saß da so drinne. Und dann saß ich da so drinne und habe die Augen echt erst wieder aufgemacht, als wir wieder... Und das ist Looping. In welchem Park bist du an Enttäuschungen gewöhnt? In welchem Park? Naja, allein gewöhnt ist ja so, das wäre ja so, als wenn ich immer wieder hingehe, als obwohl ich keinen Bock habe, weil es mich eh enttäuscht alles. Also nee, also wenn mich ein Park mehrfach enttäuscht, fahre ich da einfach nicht mehr hin. Aber ich hatte noch nie einen jetzt so, in dem, wo ich war, wo ich sagen würde, da hat mich alles enttäuscht. Na klar, gibt es immer so ein paar Sachen, wo man vielleicht sagt, es hätte vielleicht schöner sein können oder besser sein können. Man macht ja auch immer das Positive draus. Also es kommt auch immer drauf an, mit welchen Leuten du da bist. Das stimmt. Also wenn du jetzt mit einigen Leuten, die sagen, ich habe eigentlich keinen Bock und bla. Und ich will nicht fahren. Scheiße, genau. Und nö, dann ist klar, dann ist jeder Park scheiße. Aber nö. Also habe ich eigentlich auch nicht so, wo ich jetzt sage, das war ja nur alles schlecht oder sowas. Nö. Nö, ne? Hast du gewusst, dass Lego mehrere Filme rausgehauen hat?
Ja, im Kino, ne? Hier Heroes und wie. Heißen die Heroes? Ich habe keine Ahnung. Ich verfolge die aber nicht. Also wie gesagt, so Lego-Filme und sowas. Nee, ich freue mich überhaupt nicht. Nee, ist gar nicht meins. Nee. Wie findest du es, wenn es für YouTube ein FSK gäbe? Aber gibt es doch. Ja, es gibt doch. Es gibt Videos, die sind ab 18. Ja. Da musst du, bist du wirklich 18? Ja, ja. Nee, aber es ist deswegen, viele piepen dann ja auch, weil sie, wenn sie es nicht piepen, ab 18 stellen müssen und dann gibt es ja weniger Klicks. Nein, aber es gibt, man kann ab 18 stellen. Die ja, Videos. Ja, kannst du über US-Einstellung, ne? Genau. Ja, richtig. Willst du mal in den Playmobil Funpark in Bayern? Da gibt es aber keine Achterbahnen. Nö, nee, nicht. Ich habe als Kind gerne mit Playmobil gespielt, ne? So ist es nicht. Aber ich muss da jetzt nicht ein paar. Ja, aber. Vielleicht. Nee, ist das vorbei. Da sind wir zu alt mit Anfang 20. Ja, da dürfen wir gar nicht mehr. Ne? Space Center oder Gebirgsbahn? Space Center. Wie findest du den Song Wap Wap von Bibi? Wer? Achso, die hat ihr. Ach ja. Wap, wap. Was singt die nochmal? Keine Ahnung. Kann ich damit Geld machen? Sie hat es auf jeden Fall gemacht. Tja, schrecklich. Blöder, dass du. Boah. Ich finde den. Ich habe den, glaube ich, ein, zwei Mal gehört. Für den schrecklich. Da gibt es andere YouTuber, die vielleicht auch nicht musikalisch sind, aber da kann man sich noch anhören. Oh Gott, nervig mir nicht. Was war dein schönstes Erlebnis mit Playmobil? Mit Playmobil? Ach, ich habe mit meiner anderen Schwester, habe ich ja immer viel Playmobil gespielt. Wir hatten nur schöne Erlebnisse gehabt. Ja, und wenn wir uns gestritten haben, haben wir alles abgebaut. Jeder in sein Zimmer wieder rein und gesagt, hier spiele ich nie mehr. Ein, zwei Tage haben wir gesagt, komm, wir bauen wieder auf. Dann haben wir uns wieder vertragen. Hast du gewusst, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg in jeder Sekunde 15 Euro teurer wird? Also bestimmt gewikipediat. War jemand fleißig. Ja, natürlich habe ich das gewusst. Kennst du die Schwaben? Krimi-Reihe von Autor Wanninger? Nö. Opsa. Kenn ich. Benutzt du WhatsApp im privaten Bereich? Selten. Ja. Selten. Eher selten. Wie ich? Ja. Ich antworte doch innerhalb von 3-4 Werktagen. Also ja. Meistens, wir schreiben meistens über Facebook. Ja, oder Audio-Dings. Ja. Also ich mache tatsächlich bevorzugt immer Audiosprachnachrichten, als wenn ich schreibe. Ja, das mache ich auch. Gerne. Ich auch. Boah. Kennst du das Taj Mahal in Indien? Nein. Das ist so ein Hotel, ne? Kann das sein? Das Taj Mahal ist, glaube ich, ein Hotel. Ich weiß nicht. Aber ich war natürlich noch nie da. Hattest du mal Muskelkater? Ja. Ich hatte mal so doll Muskelkater. Also da werden jetzt wahrscheinlich alle lachen, aber ich hatte mal so doll. Nein, so doll Muskelkater, dass ich es nicht mehr ohne Schmerzen hinbekommen habe, mich auf die Toilette zu setzen. Bist du wieder runtergekommen? Ja, wenn du erstmal sitzt, ist alles okay, aber Muskelkater ist schon echt nicht schön. Ist cool, ist total geil, Muskelkater. Kennst du die Schwäbische Alb? Hatten wir das nicht schon? Hatten wir doch schon oben. Ob ich die kenne? Nee. Hatten wir doch schon mal, ne? Ja, das ist doch die Schwäbische Alb in bei Flensburg. Ah. Ja. Bist du im September 2017 wählen gegangen? Ich glaube ja. Doch, du warst ja Wahlhelferin, ne? Ich bin immer da, ich bin Wahlhelferin. Immer bei jeder Wahl bei uns im Dörflein. Wow, immer du, ne? Warum eigentlich? Ja, mache ich freiwillig. Ach, du machst du freiwillig? Ja, klar. Ach so, kriegst du Geld? Ach ja, stimmt ja. Ich mach's freiwillig. Nein, ich mach das wirklich, ich mach das schon seit Jahren. Boah, müsstest du eigentlich auch mal selber aufstellen, ne? Nein, ich interessiere als mich als Kanzlerin. Nicht. Und sagen, ich mache hier einiges anders. Nein, was nein, denn nein. So einiges? Na, alles. Ja, alles, komplett alles. Siehst du dich psychisch in der Lage, wenigstens 2 Lego-Steine aneinander zu klicken? Nö. Ernsthaft? Ich bin ja psychisch, ein bisschen verrückt. Hast du gewusst, dass Asiaten getrocknete Quallen essen? Die essen so komische Sachen so, ne? Also viele komische Sachen. Wahrscheinlich für die komplett normal. Die werden bestimmt sagen, diese blöden Rundaugen, die essen irgendwelche, keine Ahnung, Pommes oder so Scheiß. Ja, echt. Ich wollte gerade zu dir sagen, die essen irgendwelche komischen, langen Sachen, die sie aus Kartoffeln herstellen. Und in dem Moment sagst du Pommes. Ich wusste ganz genau, was du beschreibst. Ja. Sag doch, du meinst Pommes. Ja. So. Dann...
Was findest du am Hansapark besser als im Europapark? Außer natürlich die Lage, die natürlich dicht ist. Natürlich. Und sonst? Die haben, so kurz überlegen. Was finde ich da besser? Ich kenne leider den Europapark nicht. Nee. Weiß ich nicht, die haben keine Sponsoren, glaube ich. Obwohl, doch, haben sie doch. Kernan ist da schon einzigartig. Kernan ist schon also gut. Also es ist schon krass, was das ist eben wirklich ja, einzigartig, so, was sie da stehen haben. Mir fällt sonst nichts anderes so ein. Puh. Dieser Flair, so. Die Einzigartigkeit so. Des Flairs. Genau, der hanseatische Flair. Ja. So. Dann, wer hat die kreativsten Fragen bei dir gestellt? Jens Zellhöfer. Ja, stimmt, der war auch schon, der war glaube ich auch schon mal, ne? Ja, gut, der stellt immer so wenig Fragen. Ja, der ist nicht so fleißig, ne? Ja, nee. Vielleicht überspringe ich das nächste Mal das auch. Nein, natürlich nicht. Quatsch. War das so, Jens? Ich meine, das ist doch so ein, der hat auch nach dem Klopapier gefragt. Ja, war das? Ja. Jens? Ja. Jens Ferkel. Wo wir bei Klopapier sind. Was war nur? Hast du mal einen Vogel beim Kacken gesehen? Ja, wenn ich hier rausgucke, ständig. Ne? Okay, und dann kennst du den Kanal German Let's Play? Kenn ich. German Let's Play? Ja, GLP. Das ist dieser, der macht Let's Plays, geil. Aber er zeigt sich nicht. Er hat immer diese Maske, diese weiße Maske und diesen schwarz-blau gestreiften Hoodie. Um sich interessanter zu machen. Seit Jahren. Niemand weiß irgendwie, glaube ich, wie er aussieht. Ja, aber cool. Ich kenne den, du nicht? Nee, ich kenne den nicht. Gibt es irgendwas oder gab es irgendwas, was du am Playmobil nicht mochtest? Ja, so die Ritterbogen und sowas alles. War nicht das? Nee, gar nicht so. Hätten wir Achterbahn rausbringen sollen. Ja, kann man nix. Kann man nix raus. Nur so ein kleines Karussell damals. Toll, ey. Welches Schulfach würdest du verbieten? Biologie. Obwohl es ja auch eigentlich wichtig ist, ja, wenn es dich interessiert. Ich würde vielleicht so... Welches verbieten? Ich glaube, ich würde nichts verbieten. Religion würde ich verbieten. Stimmt, ich würde es anders nennen, das Fach, und würde es eher verallgemeinern. Nicht nur diese, freiwillig. Nicht nur diese deutsche, also die Religion, die in Deutschland viel verbreitet ist, sondern vielleicht so allgemein einfach so Kultur oder so es nennen. Kulturzeit. Weißt du? Ja, irgendwie so. Also Religion bringt mich... wie sagt man... bringt mich beruflich nicht weiter. Irgendwie so, keine Ahnung. Hast du mal ein Konzentrationslager besucht? Nee, würde ich auch ganz gerne ich mal. Ja? Ja, Sachsen in Neugamme. Ach. KZ Neugamme, ist ja gar nicht so weit weg. Man fährt auch so also an vielen vorbei irgendwie. Keine Ahnung, da war ich mal mit der Schule. Denn, ja? Mhm. Ich habe glaube ich keins. Neugamme, irgendwie so hieß das. Okay. Kennst du Otto Walkes? Ja, sicher. Ich kenne mal die Otti. Die Ottifanten. Ne? Ottifanten. In welchem Ride würdest du dir die Serie Hawaii 5.0 verewigen? Hawaii 5.0, was ist das? Ist das eine Serie? Ja, von der haben wir vorhin schon mal geredet. Ah, die kanntest du nicht. Im Themenbereich verewigen? In welche Attraktion? Hawaii 5.0 ist auch irgendwas mit so... Na okay, es ist blöd zu sagen, wenn du die nicht kennst. Nee, ne? Ich kenne die nicht, die Serie. Tut mir leid, Jens. Dann nehme ich... Wo ich die verewigen. Nehmen wir Wellenreiter. Am Wellenreiter. Vom Hansapark. Das passt ja auch irgendwie zu Hawaii, oder? Ist das mit irgendwas mit Hawaii? Ich glaube, die bei Hawaii 5.0, ich glaube, das war, dass sie irgendwelche Fälle auch lösen, aber irgendwie. Ach so. Aber das auch irgendwie Strand und Wasser. Ich habe ja, keine Ahnung. Dann ist egal. Nämlich Wellenreiter. Das ist Strand. Wie wäre es mit einem Hawaii 5.0 Themenbereich? Das ist halt schwierig, wenn man die Serie nicht kennt. Ne? Müsste ich die Serie erstmal kennen, aber. Nehmen wir lieber The Walking Dead und da gibt es schon Themen. The Walking Dead, ja, da gibt es auch schon eine Maze auch im Moviepark. Das habe ich gesehen. Geil. Also ich weiß nicht, ob ich da reingewöhne. Doch, gehst du. Ich gehe auch nicht vor. Warst du mal in den Bavaria Filmstudios in München? Nee. 2018 vielleicht. Richtig, was wollen wir noch alles machen dieses Jahr? Alter, warst du mal in einem Lego-Store? Das haben wir auch schon mal, ne? War ich nicht. Kennst du Rosa Luxemburg, Gründerin des Spartakusbundes um 1900? Ja, bestimmt mal in der Geschichte in der Schule gelernt, aber alles wieder vergessen. Sagt mir gar nichts. Nee. Magst du den Burger Whopper von Burger King? Ja, Burger King. Ja, wenn es
Ja. Ich bin eher der Long Chicken Mensch. Ich aber auch. Ja. Also ja, irgendwie ja, so ne? Chicken, so, der schmeckt auch richtig geil. Ich, so Burger, ja, ich, ne? Ich finde das richtig schön. Ich mochte jahrelang keinen Burger King, aber Long Chicken. Immer so doll. Ja? Obwohl Big King geht auch noch, aber nicht der ganz große, so normal. Ja. Facebook oder Instagram? Instagram. Ja. Definitiv. Also aktuell ist das eher so Bilder, nicht so viel Geschreiberei. Wobei, bei Instagram geht mir diese ganzen Hashtags immer auf den Sack, die man ja, aber die sind ja aber wichtig. Aber ich kopiere die immer einfach. Ja, müsste ich auch mal machen. Ich nehme eigentlich immer die gleichen. Ich gehe mal in einen alten Post rein, kopiere die und rum. Zack, fertig. Und ein, zwei ändere ich dann so. Ich habe auch manchmal überhaupt gar keine Hashtags genutzt und komischerweise habe ich manchmal... Du merkst das an den Klicks, ne? Ja, genau. Und du merkst es manchmal auch, dass du da sogar mehr Likes bekommst, wie auch immer. Und bei diesen Hashtags hast du ja auch ab und zu mal so Spam, so Scheiß. Ich finde, ne? Bei den Hashtags hast du auch vor allen Dingen was... Viele, die dir nicht folgen, die dir dann kurz folgen. Und gleich wieder entfolgen. Ja, ja. Also du siehst das dann und dann so eine Stunde später sind sie wieder weg. Ja, ja. Aber darauf halte ich nicht rein. Ich auch nicht. Ich folge nämlich, wenn ich nicht kenne, folge ich auch nicht zurück. Nö, warum? Ne? Weil es interessiert mich dann ja auch nicht, was die machen. Genau, richtig. So sieht's aus. Genau. So. Also geht auf uns. Folgt mir alle! So sieht's aus. Ich folge auch nicht zurück, doch nein. Wenn es was Schönes ist, ich gucke mir das immer an, was mir folgt. Ja, ich auch. Das mache ich definitiv. Ich gucke mir das immer an und wenn ich es interessant finde, folge ich auch zurück. Gegebenenfalls. Doch, mache ich schon. Wo haben wir? Oh, es sind so viele. Da vermisst du den Topspin aus dem Heidepark? Nö. Hast du gewusst, dass die Studios in Babelsberg die größten Filmstudios in Europa sind? Hat mir irgendjemand, glaube ich, ich war sogar schon mal in Babelsberg. Echt? Ja, ich war da schon mal. Ich nicht. Irgendwo stand das, glaube ich, dass das die größten, habe ich schon wieder vergessen. Hast du gewusst, dass Pilze weder Tiere noch Pflanzen sind? Ja, habe ich, glaube ich, auch irgendjemand. Giftig sind sie. Schmecken nicht. Ich mag keine Pilze. Echt nicht? Nee, kannst du haben. Hängt bei dir das Internet auch manchmal? Na, bei mir nicht. Nee, ich habe gutes Internet bei mir. Ja, ich habe manchmal ein bisschen lahm. Ich habe eine 100.000er Leitung. Ich habe sogar eine 400.000er. Aber, ja, haha, Moment. Aber heißt ja nicht, dass so viel bei dir ankommt, so, ne? Manchmal ist der Upload ein bisschen dürftig. Musst du aufstocken. Ja, habe ich schon. Scheiße. Welchen Fernsehturm findest du schöner? Den in Stuttgart oder der in Berlin? Stuttgart weiß ich gar nicht, wie der aussieht. Keine Berlin. Ahnung. Da waren wir ja schon mal, Alexa. Stimmt. Ja. Wann bekamst du dein erstes Playmobil-Set? Bestimmt mit 5 oder so. Also so vor 16 Jahren. Richtig. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt kennst du Elias Mbarek? Wer? Elias Mbarek. Mbarek? Wer ist... gib mir mal einen Tipp. Hier, Elias Mbarek. Fuck you, Goethe. Ach so, der. Ja, den kenne ich. Ja, natürlich. Ja, logisch. Das ist doch dein Freund. Echt? Wusste ich noch gar doch. Nicht. Doch. Hallo, den hast du seit 3 Jahren. Echt? Ja. Wow. Hast schon wieder vergessen, ne? Ja. Ich halt viele bin so Freunde. Vergesslich. Ja, ich steck da immer durch. Hast du gewusst, dass Merlin 104 Einrichtungen auf der Welt führt? Mhm. Groß, ne? Tja. Und wie findest du Justin Bieber? Ja, keine Meinung dazu, also müsste ich Also ich muss ehrlich sagen, eine Zeit lang war es ja so, was, du findest Justin Bieber toll und so, ne? Oder also, da darfst du nicht sagen, dass du ihn toll findest. Ich fand ihn früher auch nicht wirklich, aber mittlerweile, also was er privat macht, verfolge ich gar nicht, aber ich finde seine Musik gar nicht schlecht. Er ist musikalisch, definitiv. So. Ne? Ja. Um welche Uhrzeit wurdest du geboren? Warte mal, das kann ich dir sagen, 20.21 Uhr. Also... Ich wurde geboren um 4 Uhr. So spät? Oder um 5 Uhr morgens. 4 oder 5 Uhr morgens. Ich könnte es dir jetzt sagen, weil ich habe die Uhrzeit von meinem Bruder auf meinem Arm und meine ist nur irgendwie genau, also seine ist 17 Uhr irgendwas und meine ist 5 Uhr irgendwas. Aber nur 1-2 Minuten auseinander, aber ich weiß das gerade nicht aus dem Kopf. Also sind wir, dass wir Nachtmenschen sind. Also ich bin auf jeden Fall ein Nachtmensch, ich bin kein Morgenmensch. Ich auch nicht. Also von daher... Folgst du der Firma DreamWorks auf Twitter? Nö. Ich auch nicht. Nö. Wie viele Mickey Mouse Comics hast du? Null. Hast du dir mal ein Video von deutschsprachigen Kanal
Paluten angeguckt. Paluten? Ja. Was ist das? Let's Plays. Auch schon wieder Let's Plays? Ja, ich mag den voll gerne. Der kommt auch aus Hamburg. Ach. Ja, aus Basbüttel. Nee, der wohnt in Köln, aber ursprünglich kommt er aus Basbüttel. Ach. Ja, was die Cassie alles weiß. Dann hätten wir den schnell mal bei Tube Hamburg getroffen. Nee, er wohnt ja in Köln. Ach so. Auch ein großer Kanal, macht auch Let's Plays. Ah. Kennst du UFO? Hier so ein paar YouTuber, die haben sich ja so ein Büro geholt und so. Ja, das sind YouTuber, die ich gucke. Tut mir leid. Weiß ich nicht, kenne ich alle. Es gibt ja so viele, da blickst du ja gar nicht mehr durch. Ja, aber ich merke es auch. Also manchmal, wenn ich dann alle meine so durchgeguckt habe, die ich immer gucke, jeden Tag, dann, und dann Langeweile kommt, dann denkst du so, okay, was guckst du jetzt? Und es gibt einfach so viel. Man entdeckt immer neue. Wahnsinn, deswegen kommst du kaum noch hinterher zum Drehen, zum selber drehen. Ja, genau, deswegen kann ich nicht selber drehen. Ich habe keine Zeit, weil ich gucken muss, was die anderen machen. Ja, die anderen sagen, was machen die, Cassie? Was würdest du im Europapark anzünden? Fahrgeschäft, Themenbereich, Restaurant oder Hotel? Anzünden? Ich würde gar nichts anzünden, das ist ja Sachbeschädigung. Einmal das und wäre ja auch irgendwie schade. Weil der Europapark ist eigentlich schon vielleicht, ein Wunderpark. Vielleicht manchmal den Mitarbeitern im Restaurant oder so ein bisschen Feuern unter dem Hintern machen, damit sie schneller sind. Ja, genau. Weißt du? Aber anzünden nicht. Nee, ich würde überhaupt gar keinen Park anzünden. Wann bist du das letzte Mal mit dem Breakdancer im Heidepark gefahren? Boah, schon lange her. Letztes Mal sind wir gar nicht gefahren. Nee. Weil er ist ja so lame, ne? Ist ja auch so. Fährt ja eher auf Sparflamme. Mhm. Boah, vielleicht vor 4 Jahren oder 5 Jahren oder sowas. Bei mir ist auch schon ganz lange her. Ja, letztes Mal war auch ultra voll. Wie findest du die? Ja, es war Halloween. Alter, fuck off, Alter. Wie findest du den Soundtrack von der Geister-Rikscha im Phantasialand? Wie ich den Soundtrack finde von der Geisterin, ist halt überhaupt Musik. Ich kenne ihn nicht. Doch, Geisterische ist so eine Geisterbahn. Habe ich noch nicht ganz gehört oder nicht so drauf geachtet. Also ich war auch schon ja im Phantasialand, aber ich weiß jetzt nicht die Soundtracks von denen. Nee, also ich habe da so kaum Musik gehört oder war zu leise eingestellt. Ich war erst am... Naja, bist du ja irgendwann. Geister, Rikscha oder Rochen? Was? Rochen steht da, oder? Rochen? Rochen. Was ist denn Rochen? Weiß ich nicht. Die nächste Frage ist auch, wie findest du Rochen? Wer ist denn Rochen? Rochen? Also ich kenne auch Roche. Dann nehme ich geisterisch gar. Und okay. Findest du Rochen? Gut. Folgst du K1? Ich denke, das ist Kinga. Das ist Kinga K88. Kinga, ja, folgst du dem auf Twitter? Das ist so ein Insider? Ich glaube nicht. Nee. Ja, wenn ich jetzt jedem Zuschauer folgen soll, komme ich dazu gar nichts. Bringt ja auch nichts, wenn ich dem folge, aber nicht damit beschäftige. Interagiere sozusagen, ja. Da kann 88. Welche Kuchensorte magst du gar nicht? Nee, wo ganz viel Sahne ist, mag ich nicht. Da wird mir schlecht. Wo ganz viel Sahne ist. So trocken. Wenn es trocken ist. Marmorkuchen, ja, aber wenn er dann zu trocken wird, dann mag ich das wieder. Nee, nicht der muss so saftig sein. Ja, so ein bisschen wabbelig, so ein bisschen. Mhm. Also so. Nicht so ja, trocken. Ja, nicht so trocken. Aber auch nicht so viel mit Sahne. So. Was sind aus deiner Sicht die Stärken von Taron und Kernan? Von Taron auf jeden Fall die Stärke sind da die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, echt? Der Richtungswechsel. Es ist super geil. Hast ja noch nicht gesehen, das Online, ne? Gesehen habe ich das, aber, also den Anfang. Also dieses kurze, ne, von Instagram. Ja, genau. Ja, das, nee, also die Geschwindigkeit von und die Länge auf jeden Fall auch. Und bei Kernan ist eben wirklich der First Drop im Turm. Das ist natürlich, der ist echt. Der ist geil. Alles cool. Ja, das ist auf jeden Fall die Stärke. Willst du mal Bohnen aus dem Zweiten Weltkrieg essen? Und dahinter da Lach geschrieben. Bohnen? Bohnen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich irgendwie. In irgendeiner Dose oder so. Nee, lass mal. Ich habe hier schon ihre ekligen Bohnen gefressen. Weißt du? Das hört sich irgendwie komisch an. Die, echt? Du hast meine ekligen Bohnen gefressen? Ach so. Also Jellybeans bitte. So, ach ja, guck das Video. Guck das Video. Er war erfreut. Er war wirklich Hashtag. Erfreut. Ja. Nicht nur ich. Wahrscheinlich sind die Bohnen fast genauso. Boah, bitte nicht. Ey, boah, bis jetzt so übel. Findest du es schade, dass Phantasialand sich nicht vergrößern darf? Ja, finde ich schade. Ja. Ganz schade. Da geht noch einiges. Kennst du die Gebrüder Grimm? Ja. Ich auch. Ich habe sogar Märchen von, also jetzt nicht mehr, aber. Naja. Ja. Mhm. Kennst du das Verhalten der Brüder, kannst du das Verhalten der Brüder nachvollziehen bezüglich Phantasialand?
Der Brüder? Der Brüder, wahrscheinlich. Ach, der Brüder, war das so laut? War das für die zu laut? Ja, ja. Wenn ich da wohnen würde, mich würde das nicht stören. Gut, ich bin Fan. Ich wollte gerade sagen, aber wenn du jetzt so damit gar nichts zu tun hast. Obwohl, mich hat es auch nicht gestört, wie ich in Segeberg, ich wohnte ja da direkt unter dem Berg und da war ja auch, wenn Kawaii oder sowas, das Geballer ja gehört und voll, fand ich eigentlich cool. Ich denke aber auch mal, ich finde das gar nicht so schlimm, weil die haben ja, ich meine, ein Freizeitpark hat ja auch seine 8, 9, vielleicht manchmal 10 Stunden auf. Du bist auch selber arbeiten. Na klar, du hast es vielleicht am Wochenende, aber im Sommer, das ist ja irgendwie nichts Negatives, finde ich. Ist doch, nö. Also das macht doch Freude. Einmal besser, als wenn du eine Autobahn in der Nähe hast. Ne? Mhm. Wo du ständig... Oder im Flughafen. Oder Flughafen, ja. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Bist du der Meinung, dass Hardcore-Fanboys ihren Lieblingspark unnötig mit in den Dreck ziehen? Nö, die Parks ist das... Fans sind immer gut, auch für die Parks, ne? Aber so Hardcore-Fan, wenn jemand so Hardcore-Fan ist, das mache ich so nicht. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Also wenn er sagt, ey, der Größte der Welt und bla oder der Beste aller Zeiten, ja gut, das sind die Meinungen und pff, das ist mir egal. Ich glaube, einige ärgern sich besonders, wenn man sagt, ja, so gut. Also wenn die ich merken, glaub, dass einen sich das überhaupt nicht interessiert, dann ärgern sie sich viel mehr, weißt du, als wenn du sagst, ja, wenn ich damit auseinander... Es lohnt sich auch nicht, mit solchen Leuten sich zu diskutieren oder das ist... Ach, sowieso nicht. Unnötige Zeitverschwendung. Unnötige Zeitverschwendung, genau, richtig. Haben wir keine Zeit für. Was ist dein Lieblingskettenkarussell? Kettenkarussell ist eigentlich nicht so... Ist nicht so meins. Nee, wobei das Kettenkarussell im Phantasialand mit dem Wasser da so, das ist schon geil gemacht. Also da unten ist so Wasser und so Springbrunnen und dann... fliegst du da drüber. Das ist ja, geil. Das ist zumindest schön anzusehen. Das sieht cool aus und ich bin da ehrlich gesagt auch gar nicht mit gefahren. Mit dem Kettenkarussell im Phantasialand. Unfassbar, oder? Unfassbar. Mann. Welche Fragen findest du abgelutscht? Fragen so, wie geht's dir? Aber die kamen heute nicht einmal. Gott, bin ich stolz auf euch. ich sehe es schon kommen. Nächste Folge, wie geht's dir? Hast du ein Buch über Lübeck? Auch kein Buch von bei mir. Nee, ich habe kein Buch bei dir. Also. Du bist so ungebildet. Das hat immer so Eindruck, wenn man Bücher hat, ist man gebildet, ne? Stimmt nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Ja. Nö, habe ich nicht. Kannst du ein paar Strophen vom Song Shape of You, in Klammern Ed Sheeran, singen? Ja. Also ich könnte jetzt ein paar Strophen sagen, aber ich singe nicht. Nee? Sag mal. Also nicht singen, sondern sagen. Was singt er nochmal? Kenn ich den vielleicht? Bestimmt. I'm in love with your body. Was? Last night you're in my room. Kennst du es nicht? Ich hab's auf jeden Fall noch nicht erkannt. Oh Gott. Warte. Love in your body? Ja. Last night you're in my room. But my bed sheets but love you. Ja, jetzt erkenne ich das. Ach, das? Oh Mann. Ja, oh Mann, ey. Kennst du es wirklich nicht? Doch, jetzt kenne ich es. Naja, ich kann nicht singen, I'm sorry. I'm so sorry. Kannst du ein Gedicht auswendig? Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Hute ein, ich will auch immer artig sein. Das habe ich meistens im Genuss, weil schön kurz, bündig, knackig. Ja. Meine andere Schwester, die hat dann immer irgendwas anderes Kompliziertes aufgesagt und ich war immer der Bequeme. Ja, immer das Gleiche. Immer Helme die Kohlen. Einen ganzen Tag einen SLC fahren oder den ganzen Tag Wap-Wap hören? Was ist ein SLC? Das ist eine Achterbahn, also das ist so wie im Limit im Heidepark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ein ganz, was den ganzen Tag oder den ganzen Tag den Song von Bibi hören? Boah. Ich glaube, ich würde lieber den ganzen Tag den Song von Bibi hören, bevor ich so eine Kopfschmerzen habe, Ohrenschmerzen habe. Ich möchte auch spucken, wenn ich da zigmal eine Runde fahren würde. Ja, dann geht's mir, glaube ich, dann nehme ich auch diesen Song da. Ja, den kannst du ja leise machen. Ja, eben, richtig. Ja, machen wir halt leise. Muss ich nicht hinhören. Weißt du, dann mache ich das so genau. Dann ganz drei Sätze hier, Nee. Hansapark oder Moviepark? Ich würde Hansapark nehmen, weil den kenne ich. Bei Kennern, ne? Weil da haben wir natürlich Kennern stehen, ne? Ja, ist auch nicht so weit. Ja, genau. Nee, dann nehme ich auch, glaube ich, gut, dann nehme ich Hansapark, ja. Lost Temple oder Race for Atlantis? Lost Temple oder Race for Atlantis? Lost Temple habe ich noch. Ich war ja im Moviepark, aber Lost Temple habe ich nicht geschafft. Ja, mein Gott. Muss ich denn Race for Atlantis nehmen? Okay. Gibt's ja auch nicht mehr die Attraktion.
Warst du mal auf dem Alexanderplatz in Berlin? Ja. Wow. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ja. Mit welchem Alter hast du aufgehört, mit Playmobil zu spielen? Vorgestern. Nicht so laut. Mit 21. Ich will noch Playmobil spielen. Wann bist du das letzte Mal mit dem Space Center im Phantasialand gefahren? Boah, ich glaube, das war 99. Ich glaube, da waren wir noch jung. Space Center, ich glaube, da war das. Warte mal, ich glaube, das war 99. Ja, ich glaube, 99. Ja. Unfassbar. Colorado Adventure oder Grottenblitz? Colorado Adventure. Wer ist dein Lieblingsagent von Hawaii Five-O? Wir haben die Serie nicht geguckt. Kenn ich nicht. Wir nehmen einfach Peter. Den Schönling. Ja, dann nehme ich die Schönling. Linie. So. Wie findest du den Verein Borussia Dortmund? Oh Gott. Was für ein Ding? Borussia Dortmund. Wie ich den finde, den Verein? Ja. Das sehe ich mir nicht für. Fußball ist nicht meins. Nee, keine Zeit für so einen Scheiß. Mit welchem Playmobil-Set hast du mit deiner Schwester am liebsten gespielt? Sie hatte irgendwie so diese Wohnung. Und so, ne? Ja, mit Pferden und keine Ahnung, mit, weiß nicht. Und ich hatte da eher so LKWs und Laster und all sowas, was eben Jungs so haben. Wie findest du das Verhalten von den BVB-Fans und Schalke 04-Fans beim Derby Dortmund gegen Schalke? Das sehe ich mir nicht für. Wahrscheinlich ist das Verhalten nicht so gut. Aber. Sollen die sich streiten? Vielleicht sind sie auch nett zueinander. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und jetzt pass auf, es ist die vorletzte Frage von Jens. Wir haben bestimmt wenig Fragen diesmal, ne? Also es war die vorletzte Frage. Ach so. Jetzt kommt noch eine einzige. Boah. Eine einzige Frage noch. Also es sind 135, da geht noch mehr, ne? hast du dich in deiner Schulzeit mit dem Thema Steinzeit beschäftigt? Oh ja, viel zu lange leider. Ich fand Geschichte das interessant. Ich fand das langweilig. Die Steinzeit. Aber ich hatte es auch in Geschichte, das weiß ich noch. Zu Anfang sogar, in der 6. Klasse kann das sein? Oder in der 5.? Ja, genau, irgendwie so. Nee, ich fand das langweilig. Und das waren seine Fragen. Viele Grüße, Jens. Viele Grüße zurück. Alter, Jens, hey, du bist echt verrückt. Du, 135 Fragen, ey. Schon wenig, aber okay. Geht noch mehr. Ja, geht noch 200 mehr. 200 hast du nicht. Oh Gott. Alter. Das ist krass. Er muss sich das ja auch alles ausdenken, ne? Ja. Die Zeit, die er sich da auch nimmt für. Unglaublich. Also ich finde echt Respekt dafür, definitiv. Und da sind aber auch, da sind ja auch nicht nur so blöde Fragen wie zum Beispiel, ich muss jetzt meine Fragen voll kriegen das oder so. Das oder das, ja. So, ne? Ja, oder genau. Fragen. Die sind ja, ja, aber es sind ja auch relativ interessante Fragen. Ja, dabei, das stimmt. Ne? Ja, krass. Aber wir machen mal weiter mit True Fish GD. Hi Lars. Da Moritz offenbar meinen Kommentar übersehen oder ignoriert hat, gibt's nochmal die gleichen Fragen. Wer ist der Moritz? Ist es der von der letzten Folge? Ah, nee, warte mal, Moritz, da kann ich Moritz in Schutz nehmen, weil, lieber Truefish GD, du hast deine Fragen zu spät gestellt. Weil er hat die Fragen irgendwie ein paar Tage später gestellt und da haben wir schon abgedreht. Ich schreibe hier mal rein, bis wann und wann man die Zeit hat. Und da hattest du leider zu spät gestellt. Aber dieses Mal. So. Erstens, wünschst du dir auch den Airwolf nach Deutschland zurück? Klar, jedes Fahrgeschäft, was weggegangen ist, soll wieder zurückkommen. Dann eine Frage an mich. Besuchst du auch gerne Freizeitparks oder Kirmes? Ja. Also ich bin jetzt zwar jetzt kein so ein... Ja. Ja. Kein Freizeit... Also ich bin jetzt nicht so, dass ich so informiert bin wie ihr Zuschauer alle. Aber ich gehe gerne in Freizeitparks. Ich gehe auch gerne bei Lars mit, wenn er sagt, er fährt irgendwo hin. Und ich fahre auch sehr gerne Achterbahn, definitiv. Ja, das kann ich bestätigen. Und wie viele Einwohner hat Lübeck? Wenig. Klar, um die... Naja, so wenig, glaube ich, sind das gar nicht. Über 300.000, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, über 350.000 oder was, glaube ich. Nagel mich da jetzt nicht fest. Wikipedia hat einfach. Ja. Oh. Warst du schon mal in Bayern? Ja. Ich mehrmals war noch nie sogar. In Bayern. Was? Nee? Nein. Oh, was ist denn da los, ey? Mir wurde erzählt, dass Gerstlauer ein neues Fahrgeschäft rausbringen soll. Ein Skyfly, der anstelle des Gegengewichts einen zweiten Gondelsatz hat. Was hältst du davon? Finde ich geil. Obwohl so Skyfly, ist nett, ne? Also da, wo du so steuerst oder was. Mhm. Aber ist wie gesagt nett. Mhm. Ist jetzt nicht so, sondern eher so,
kannst du deine eigenen Loopings machen. Ich fasse das gar nicht mit einem zweiten Gondelsatz. Ach so, auf das auf zwei Seiten denn dieses Teil ist. Ich denke mal, ne? Ja, von mir aus. es flasht mich jetzt nicht so, aber Gerstlauer ist ein cooler Hersteller. Und dann die nächste Frage, wie findest du generell die Sky-Fahrgeschäfte? Habe ich eigentlich schon beantwortet, ist eigentlich, ne? Ja, genau. Flash dich nicht so, aber es ist in Ordnung. Nö, ist in Ordnung, nimm mal mit. Was ist cooler, KMG Speed oder Fabri Mega Booster, wenn ich das richtig gesagt habe? Ich nehme KMG Speed. Ja. Okay. Fährst du gerne Wellenflieger? Habe ich eigentlich auch schon beantwortet. Ja. Okay. Wo gibt es überall typische Getriebegeräusche, bitte ernst beantworten. Ich bin immer ernst. Weißt du? Hussgetriebegeräusche, gibt es so viele Fahrgeschäfte. Also hier, der Breakdancer Nummer 2 von Dreh- und Vesperbahn hat die original Hussgetriebegeräusche, also die Motorengeräusche. Ach so. Wenn der Breakdance aufdreht. Ne? Weil es gibt auch schon leisere Getriebe, die verbaut sind. Da ist aber ein Breakdance muss brüllen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gerade, wenn du da drinnen sitzt, dann hörst du dieses... Oh. Ja, und dann so ein Zischen Heulen. Auch irgendwie dann irgendwie. Ja. Das muss sein. Also wie gesagt, Breakdancer Nummer 2 von Andrea Westmann und du hörst sie auch bei Kienzler, hörst du die und bei vielen anderen. Es gibt ja so viele Breakdancer. Dann wieder eine Frage an mich. Wo wohnst du? Das musst du jetzt entscheiden. Ich wohne zu Hause an der Grenze von Hamburg. Ungefähr von Lübeck, wie lange fahre ich zu mir? Eine Dreiviertelstunde. So. Ja. Könnt ihr ja mal raten, wo das genau ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal in meinen Videos gesagt habe. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Ist auf jeden Fall Grenze von Hamburg, ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier. Im Palast. Ja. Zu Hause. Ja, im Palast. So. So, wie findest du Zira Star Shape? Bin, glaube ich, noch gar keinen gefahren. Nee, bin ich noch gar nicht. High Energy, glaube ich, ist ein Star Shape. Läuft. Und dann bist du schon mal mit einem Quadrat mitgeflogen? Mit einem mitgeflogen. Ich bin schon mal mit dem Flugzeug geflogen. Stimmt, mit einem Quadrat auch. Und die letzte Frage. Machst du mal eine Funfair-Block? Boah, Alter. Oh, wir haben es schon echt spät jetzt. Ja, so machst du mal eine Funfair-Block-Ausgabe im Skyline-Park? Ja, wenn es passt, auf jeden Fall. Ich nehme ja fast überall die Kamera mit. Ja. Und dann, und wie immer, liebe Grüße vom tiefsten südlichen Niederbayern nach oben zu dir, nach Lübeck. Viele Grüße zurück. Viele Grüße zurück an Fabi. Fabi, genau. Siehst du, südlichen Bayern. Du musst ja auch mal in der Bahn. Ja, im tiefsten südlichen. Niederbayern. Ja, und dann hat KK Kirmes noch geschrieben, geiles Video. Ja, very thanks. Great picture. Dann haben wir, glaube ich, noch Facebook, ne? Ja, Facebook haben wir auch noch. Kind ist ja was fleißig. Sehr gut. Oh, da hat der Michael geschrieben. Hi Lars, echt mega cooles Video. Videos. Ja, danke. Die du auf YouTube hast. Wollte mal von dir zwei Sachen wissen. Erstens, wie findest du persönlich den Vechter Stoppelmarkt? Komme gebürtig aus der Nähe von Vechter und kenne den Stoppelmarkt sehr gut und bin da fast jedes Jahr. Ja, sehr gut. Also ich war das erste Mal letztes Jahr auf dem Stoppelmarkt Vechter, war sehr überrascht, was da abgeht. Also richtig volle Hütte und habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ja. Und die feiern hier fest da, viele coole Fahrgeschäfte, eine große Achterbahn stand da sogar. Viele Partyzelte, keine Sperrzeit, war lustig. Hat mir gefallen. Weiter so, liebe Fechtianer. Zweitens, wie ist deine Meinung zu Mr. Gravity? Achso, das ist so ein Fahrgeschäft. Bin ich auch noch nicht gefahren. Oh, ich bin so vieles noch nicht gefahren. Ne? Unglaublich. Ja, unfassbar. Unfassbar, oder? Von außen ganz cool, aber ich glaube, da wird mir schlecht. Ja. Würdest du auch mal eine Kirmes in Osnabrück besuchen? Klar, wenn ich die Zeit habe. Was ist das für die Zeit? Wollte ich eigentlich letztes Jahr auch noch machen. Aber hat irgendwas kam dazwischen. Wo war ich denn da? War ich in einem Park? Irgendwo. Ich glaube, ich war in einem Park. Ja, kann sein. Osnabrück ist ja, obwohl, so ein bisschen weit entfernt. Obwohl, ach, ist ja egal. Ja. Jetzt passt geil, gerne.
Welche Kirmesplätze würdest du 2018 besuchen? Also dieses Jahr. Boah. Also Dom ist klar. Fechter denke ich mir auch mal wieder. Mhm. Ich würde aber auch ganz gerne mal eine Innenstadt-Kirmes besuchen. Wie Soest. War ich auch noch nie. Aber es ist, mal gucken, vielleicht passt es ja irgendwie. Dann schreibt er noch, mach weiter so mit deinen Videos, denn sie sind mega und geben ein echt... Dann schreibt er noch, mach weiter so mit deinen Videos, denn sie sind mega und gibt echt einem mal einen Einblick, welche Technik und so weiter hinter solchen coolen Fahrgeschäften steckt. Würde mich auch mal freuen, wenn wir uns mal über den Weg laufen würden. Ja, vielen Dank, lieber Michael, war das, glaube ich? Michael, genau. Michael, für deine Question. Ja, macht auch richtig viel Spaß, solche Videos zu produzieren. Und freut mich natürlich auch, dass euch die gefallen und gibt unheimlich viel Motivation. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal treffen. Wie gesagt, wenn du mich irgendwo siehst, sprech mich an. Ich freue mich, wa? Die Nadine, ne? Die Nadine hat geschrieben. Hey Lars, mal wieder ein cooles Video. Meine erste Frage an euch beide. Was ist eine Mundrolle? Das folgt daraus, dass Nadine ein Video gesehen hat von Kreativ, aber falsch. Kann das sein? Ich weiß sogar, was so eine Mundrolle ist. Ich weiß es auch noch. Ja, wenn es hier du... Eine Mundrolle ist dieses umgestülpte an den Pappbechern. Mhm. Also das hier, aber nur auf Pappbechern. Genau, auf Pappbechern ist hier sowas. Das ist eine Mundrolle. Krass, oder? Mhm. Tja. Und ich weiß auch, was ein Melonenregal ist. Das hat sie nämlich als zweites gefragt. Was? Ein Melonenregal? Ja, die Melonenregel. Ach so, das habe ich schon wieder vergessen. Echt? Ja. Das ist irgendwas, das irgendwas in Sachen Einrichtung mit irgendwie Teilen, die nicht größer oder kleiner als eine Melone sein dürfen. Oh, mach das. Also irgendwas Einrichtungsmäßiges auf jeden Fall. Ich weiß es noch. die Mundrolle, da bin ich mir sicher. Bei der Melonenregel, ich weiß, dass es was mit der Einrichtung zu tun hat und mit Melonen und der Größe einer Melone. Aber wir haben beides nicht geraten, ne? Nee. Damals bei der Show. Ja, aber zwei Folgen gibt es ja noch. Ach, zwei? Zwei Ach so. Folgen gibt es noch. Ja, guckt rein, kreativ aber falsch. Nadine hat es bereits gemacht. Findet ihr in der Funfair-Blog-Kollaborations-Playlist ab. Da habe ich das drin. Genau. Gott, sind wir schlau. Oder guckt es nicht an. Also doch, guckt es an, aber wir sind halt nicht wirklich nicht nicht das Rateteam. Wir sind so ein bisschen, Sie schreibt auf jeden Fall noch, liebe Grüße und ein frohes neues Jahr nach Lübeck aus dem Münsterland. Jo. Grüße zurück ins Münsterland. Grüße zurück, liebe Nadine. Wir haben zu guter Letzt nochmal Instagram. Great picture. Mal gucken, was wir hier noch finden. Ja, da oben, glaube ich. Da ist auf jeden Fall, oh, die Cassie. Oh, wer ist denn das? Die Cassie hat geschrieben, das wird ein Spaß. Ja, Spaß, ne? Echte Jex. Und Jovi Rides, heißt der Jovi Rides? Jovi Rides. Jovi Rides schreibt, moin ihr beiden, was haltet ihr von der Umgestaltung des Turbo Force von Zinneka zu Godzilla? Hab ich mir noch gar nicht angeguckt. Godzilla. Ja, habe ich mir echt noch nicht angeguckt. Muss ich mir mal angucken. Und dann natürlich darf der Oman nicht fehlen. So, das war's. Dann hier nochmal für euch der Oman. Bitteschön. Hey, what a ride. Willkommen zurück. Unfassbar, oder? Auf jeden Fall, der Jobi Rides hat noch geschrieben, schöne Grüße ins Lübecker Studio. Schöne Grüße zurück. Aus dem Lübecker Studio, aus dem unfassbaren... Direkt zu dir. Ja, yeah, direkt zu dir. Und Olli2Go schreibt noch, Servus euch beiden. Was würdet ihr davon halten, wenn der Moviepark die EP-Hostel? Ach so, die Hostel, die Maze. Die ganze Saison laufen lassen würden, statt nur für einen Monat. Echt schade eigentlich, dass die Maze so kurz geöffnet ist. Ja, das machen die nur, wenn Halloween da ist. Klar, ich würde es auch feiern, wenn die das ganze Jahr die Hostel Maze da geöffnet hat. Weil die sich da wirklich echt Mühe geben. Ne? Also haben wir echt gesehen, es ist echt krass gemacht. Auch mit den ganzen Schauspielern. Und die war sogar ab 18. Echt? Die Hostel ist ab 18. Das. Aber ich denke aber auch, stell dir mal vor, das ist das ganze Jahr. Ja, das kann ja... Ist doch langweilig. Ja. Ist doch nichts... Besonderes, wo du dich drauf freust. Ich finde immer, auch wieder. Wenn du was hast, wo du immer hingehen kannst, dann ist ja irgendwie dieser
diese Adrenalin und dieser Reiz ist ja so ein bisschen weg. Ja, stimmt, weil auch wieder. Ja, gut, das so stimmt. So kommst du da raus und denkst, geil, da will ich wieder rein. Mhm. Oh, 365 Tage. Und dann, wenn es soweit ist, dann denkst du, ja, endlich ist es wieder soweit. Ja, das stimmt auch wieder. Von daher ist eigentlich, so wie es ist, cool. Na, man muss ja immer so ein bisschen... Mhm. Das ist ja wie, das kannst du die tollste Achterbahn haben, wenn du sie da immer stehen hast, was du ja natürlich hast, dann fährst du sie den ganzen Sommer und dann denkst du irgendwann so auch so, wo ist dieser... Dieser Kick? Ja. Ja, stimmt schon. Man, ja, halt muss schon, das stimmt, ja. Nee, ja. Nur da würde ich auch sagen, 2 Wochen und gut ist. Ups, Entschuldigung. Kleines Bräuchchen. Ja. Ja, das war's an Fragen. Sind wir fleißig, durch? Ne? Wir waren echt fleißig. Also. Ja, muss ich aber auch sagen. Ihr wart echt wieder fleißig dabei. Wir sind, glaube ich, schon wieder bei 2 Stunden. Ach, Sache. Ja, 2,5 Stunden. Habt ihr, finde ich, schon ordentlich viel Futter für euer Podcast oder für... Ich habe auch erfahren, einige Leute, die oder Zuschauer, die hören das Video im Hintergrund irgendwie oder lassen das laufen und arbeiten irgendwie. Echt? Ja, habe ich auch schon bekommen. Also, ist doch cool. Ich finde, das ist genial. Ja. Ja, aber also, vielleicht können sie dann besser arbeiten. Konzentrieren. Mache ich ja manchmal sogar auch. Dann gucke ich mir irgendwelche Videos an, so, ob das jetzt Q&As oder sowas sind. Ja. Und dann mache ich irgendwie zwischendurch. Einfach, wenn man so, sag ich mal, vielleicht so eine Stimme hat, der man gerne so zuhört, dann auch, ne? Ja, gut, so wie deine Stimme. Oder deine. So meine. Das ist, ja, hab auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder eure Fragen zu, wie sagt man, zu beantworten. Und bevor ich wieder ins Lübecker Studio, also zurückschalte, hat die liebe Cassie noch die Möglichkeit, sich zu verabschieden von den Zuschauern. Du hast im Grunde genommen noch die letzten Worte, bist jetzt total überrascht. Ich sehe es halt an deinen Augen. Oh mein Gott! Kannst du mal irgendwas sagen, keine Ahnung, sich zu verabschieden, was auch immer, was dir einfällt, überrasch uns. Ja, was soll ich denn sagen? Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht, wie viel ihr schreibt und ich finde das echt... Richtig toll. Sehr lustige Fragen bei gewesen, natürlich auch viel so mit Freizeitpark. Aber da vielleicht lerne ich da noch ein bisschen was zu von dem Lars. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal irgendwo im Park, wenn ich mit Lars mal mitfahre. Und dann quatscht man mal eine Runde und ja. Und sonst bei mir vorbeischauen, da seht ihr dann auch mal was. Da ist auch der Lars da mal bei. So. So. Also geht auf Cassies YouTube-Channel und auch auf Instagram, followed your... Genau. Sagt man das so? Followed? Follow me. Follow. Keine follow Ahnung. Geht drauf, guckt mal rein und... Und wir essen noch einen Berliner. Wir essen jetzt noch einen Berliner und noch eine Pizza. Genau. Und noch so, ach komm. Egal, wir schalten zurück ins Lübecker Studio und bis gleich. Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Ja, die nächste Zeit-Ausgabe erscheint am 5. Februar 2018. Und als Gast bzw. Frage-Vorleser werden dabei sein, diesmal 2 Personen. Die Funfair-Blog-Zuschauer Basti und Yoshi komme ich persönlich hier im Funfair-Blog-Studio besuchen. Ist das nicht unfassbar? Und schreibt mir eure Fragen, die ihr an Basti und Yoshi und meiner Wenigkeit habt, bis zum 18. Januar 2018 unter diesem Video hier einfach in die Kommentare auf YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, was gibt's da noch alles, Google Plus und hast du nicht gesehen, oder direkt per E-Mail an lars@funfairblog.com oder werden die in der nächsten bzw. in der kommenden Ausgabe beantwortet. Und natürlich Zuschauerpost bzw. Fundstück des Monats. Denkt dran, einfach an Lars Müller, Eutinerstraße 27, 2345 Lübeck, könnt ihr schicken. Ich weiß sogar meine eigene Anschrift. Ist das nicht unfassbar? Krass. Ja, und dann werden die natürlich auch da präsentiert. Ich freue mich sehr, wa? So, das soll es von mir gewesen sein. Die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint, wie immer, kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr, MEZ, Mülleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ab geht die Post mit den Outtakes. Bis dahin, ciao. Zweimal ciao, unfassbar. So, von der Höhe passt ich drin, ja. Du bist drin und... Sieht fertig aus. Nein, du siehst gut aus, du siehst immer gut aus. So, also passen ja, wa? Passt das schon, wa? Weißt du? So, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was war. Bis zum 18. Januar haben die Zeit, ne? Ja, bis zum 18. Januar, also egal. Gut, dann drehen wir in 3, 2, 1. Geh los. Wir können mal reingucken. Okay, 3, 2, 1. Ich fange einfach an. Okay.
Ja, schreibt mir eure Fragen, die ihr an Basti, Yoshi und meiner Wenigkeit habt, bis zum 5. Februar 2000... Nicht, Quatsch, Blödsinn. Nein, das ist ja, ne, war ja unfassbar. Bis zu...